Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier auf diesem kleinen, aber feinen Kanal in den unendlichen Weiten des Internets. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream unter dem Motto, das 10 Simons hier weiter steht für Kochen. Beziehungsweise heute eigentlich nicht Kochen, sondern stattdessen Backen. Wo auch ein C drin ist, von daher eigentlich passt es voll gut. Alles ganz hervorragend. Und heute steht auf dem Programm, aber das werde ich gleich dann auch nochmal weiter erklären. Bananenbrot und Karottenkuchen. Auf der anderen Seite kann ich im Moment mir es gerade auch fast noch ein bisschen sparen. Zu viel zu sagen. Weil ich glaube jetzt gerade eh noch nicht so viele Leute da sind. Und wenn der übliche derzeitige Trend an Zuschauern irgendwie weitergeht, dauert es auch noch ein bisschen, bis die großen Massen eintrudeln. Beziehungsweise werden sie vielleicht gar nicht eintrudeln. Aber es passt voll. Ich mache das ja heute, damit ich danach Karottenkuchen und Bananenbrot habe. Und wenn zu wenig Leute da sind, dass wir irgendwie das Glücksrad nicht bedienen können, beziehungsweise kann ich das Glücksrad auch alleine bedienen, aber dann werde ich es nicht zu arg machen. Dann habe ich zumindest ein halbes Bananenkuchen-Ding und ein halbes Karottenkuchen-Ding. Bananenbrot-Ding und ein halbes Karottenkuchen-Ding. Und hab das und kann trotzdem noch lustige Sachen aufbauen. So, ich schaue einmal noch schnell, ob der Teststream drüben auch so funktioniert, wie er soll, weil der immer mal wieder ausfällt. Und dann würde ich sagen, wir springen rüber, sehen uns in die Augen gegenseitig und schauen, was wir starten, wie wir starten. So, ich würde sagen, wir springen einmal rüber. Nur, dass wir uns tatsächlich sehen können. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's euch? Was tut sich? Wenn denn schon jemand da ist. Wenn nicht, dann essen wir erstmal eine Weintraube, trinken vielleicht ein erstes Gläschen Wein und unterhalten uns ganz für uns allein. Beziehungsweise fangen dann gleich halt schon an. Den Karottenkuchen und den Bananenbrotteig anzusetzen, weil das wird halt tatsächlich irgendwie der erste Teil des Streams sein. Erst einmal den Grundteig herstellen, sodass das soweit irgendwie fertig ist. Ich glaube, beide müssen nicht großartig gehen oder so. Ich kann nochmal schnell in die Rezepte schauen, um das zu sehen, wie es da ausschaut. Aber ich glaube, die Rezepte sind jeweils sehr, sehr kurz. Mit dem Zucker schmelzen lassen. Okay, gut. Ja, es sind jeweils so drei, vier Zeilen Rezepte. 50 Minuten backen. Und das andere ist auch 50 Minuten backen. Von daher, das ist ganz gut. Was ein bisschen ein Problem ist, das eine ist bei 180 Grad, das andere bei 150 Grad. Von daher treffen wir uns irgendwo in der Mitte bei 160 Grad oder so und machen das dann. Ich glaube, das, womit ich tatsächlich anfangen werde, so den ganzen üblichen Kram, dass ich nochmal erkläre, was wir hier genau machen und sowas, machen wir einfach immer mal wieder auf dem Weg. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit sehr, sehr händischer Arbeit, sehr, sehr manueller Arbeit, nennen wir es mal. Ich fange damit an, Karotten zu reiben. Weil für den Karottenkuchen braucht man natürlich geriebene Karotten und zwar 400 Gramm. Von daher müssen wir jetzt erstmal 400 Gramm abwiegen und dann schälen und dann anfangen zu reiben. Und das wird, glaube ich, ein Weilchen dauern. Von daher mache ich in der Zwischenzeit einfach mal Hintergrundmusik an. Und im Zweifelsfall, so,
Oh, ich schaue einmal schnell, ob das bei euch ankommt. Ich glaube schon. Wenn es zu laut ist, müsst ihr was sagen. Das finde ich tatsächlich über Strecken sehr, sehr schwer abzuschätzen anhand der Pegel, die da sind. Also in meinem Ohr klingt es okay. So, okay. So, was hatte ich gesagt? 400 Gramm Karotten. Wir machen jetzt, wir fangen jetzt, wie gesagt, einfach erstmal an mit allem, was die Grundteige so brauchen. Ein bisschen Teig einkneten. Okay. Passt. Wir brauchen eine, wo habe ich sie denn hingestellt? Wie immer. Ist vor dem Kochstream einmal ein bisschen aufräumen und dann vor allen Dingen aber alles direkt wieder zustellen dran. Von daher ist es gerade etwas unübersichtlich, aber ich glaube, dass das okay ist. Was ist denn das noch? Das machen wir. So, okay, auf geht's. So, wir brauchen eine Schale auf jeden Fall, würde ich sagen. Und die, da raspeln wir jetzt erstmal die Karotten rein. Ach, genau, wie gesagt, erstmal vielleicht die Karotten abschneiden wollen. Da habe ich die Frage. Hey, das könnt ihr sogar halbwegs in der Detailkamera sehen, ist aber halt wahrscheinlich kein sehr spannender Anblick. Das hier ist insgesamt ein Kilo. Nee, doch, ist insgesamt ein Kilo an Karotten. Dementsprechend reicht etwas weniger als die Hälfte aus. Ich tariere mal eben die Waage kurz. Und schau mal, wie viele Karotten ich da drauflegen muss, damit da halbwegs eine 400 bzw. ein bisschen über 400 steht. Weil geschält wird das Ganze ja auch noch. Von daher würde ich im Zweifelsfall da lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, 448 Gramm klingt doch ganz hervorragend, beziehungsweise kommen ja auch noch die Ecken und Enden ab. Von daher alles perfekt. 448, dann machen wir die Waage erstmal wieder aus. Und verlieren schon erstmal fast eine Gurke, wollte ich gerade sagen. Möhre auf dem Weg. Stellen alles zur Seite, was gerade nicht da sein muss. Heute achten wir ganz, ganz besonders auf einen sauberen Arbeitsplatz. Grüß dich, DJ. Wie geht's dir? Was tut sich? So. Genau. Da habe ich einen quasi Mist. Okay, super, ja. Genau dieses Feedback brauche ich. Es macht halt überhaupt keinen Unterschied, wie laut ich es quasi im Mix habe, wie laut es bei mir auf dem Ohr ist. Und ich finde es an den Pegeln häufig nicht so einfach abzulesen, wie arg es ist. Sag mal, ist das jetzt okay? Und möchtest du die Musik nur leise haben, weil sie nicht so sehr dein Musikgeschmack ist oder weil sie einfach laut ist? Wir können in der Lo-Fi-Playlist auch enorm viel weiterspulen. Ah, bist du inzwischen an dem brenzligen Punkt, wo einfach jegliche Motivation weg ist? Eieiei. Also ich meine, wir können auch schauen, ob es irgendwie Streambound Death Metal gibt im Hintergrund. Jetzt ist schon fast zu leise. Okay, genau. Ich muss ja sagen, ich finde diesen Keramikschäler, so sehr ich Keramiksachen an und für sich mag, bei Möhren ist der komisch. Ich zeige das vielleicht mal. Stell scharf, du Sau. Ja, sieht man schlecht, aber vielleicht in der Kamera. Der macht eine. Genau, da sieht man es ganz gut. Der macht jetzt da eine ziemlich komische Struktur.
Also es ist halt alles so ein bisschen treppenförmig, mal mehr, mal weniger. Cool. Ey, da drücke ich dir jetzt schon mal die Daumen, weil ich es bestimmt nachher vergessen werde, das zu tun. Aber fühlst du dich halbwegs vorbereitet? So. Ja, wie gesagt, also ich finde hier und da irgendwie harte Musik hören passt natürlich voll. Aber ich glaube, irgendwie beim Arbeiten oder halt beim Lernen könnte ich es nicht. Also ich glaube, da würde es mir halt tatsächlich ziemlich auf die Eier gehen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, einfach so ein Komfortzonen-Ding, was man da für Musik braucht. Um mal wieder ein bisschen in den Größenwahn. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Um mal ein bisschen wieder irgendwie ins Größenwahnhorn irgendwie zu stoßen. Ich habe da derzeit so eine Zeit, wo das irgendwie ein bisschen ich wieder mehr ins Träumen komme, was irgendwie die Sachen hier auf dem Kanal angeht. Was Scale angeht und so. Aber wie geil wäre das? Sowas wie so einen Kochstream zu machen und sich da aber mit irgendeinem anderen Streamer oder einem anderen Künstler quasi zusammenzutun, dass irgendwer anders die ganze Zeit irgendwie auf einer E-Gitarre rumdudelt oder so und es quasi eine Live-Hintergrundmusik gibt, die im Zweifelsfall dann halt sogar auch noch mit dem, was kochtechnisch passiert, interagieren könnte. Also wie gesagt, wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Aber ach, wie wäre das cool. Aber müsste man halt irgendwen finden, der verrückt genug ist, genau das zu machen. So. Jetzt bei der Möhre war es wieder halt irgendwie kaum dieses Treppenmuster. Ich glaube ja, DJ, dass du das insgesamt sehr, sehr gut machen wirst. Ich glaub irgendwie, durch bist du in jedem Fall und wahrscheinlich wirst du auch eine ganz gute Note mit nach Hause bringen. Es ist ja nicht so, als hättest du erst gestern mit dem Lernen angefangen. Und du kennst dich ja auch so aus. Ich habe dein Buch gesehen, ich habe dir irgendwelche random Fragen daraus gestellt und es ging. Es ging. So, okay, jetzt habe ich die ganzen Möhren erstmal nackig gemacht. Ah, an der Stelle ein bisschen Disclaimer. Disclaimer. Für den Fall, dass es heute albern werden könnte, ist möglich. Es liegt daran, dass ich die letzte Nacht ultimativ komisch irgendwie schlecht geschlafen habe. Dementsprechend so, ich würde behaupten, ich habe so ein Stündchen geschlafen und den Rest der Nacht war ich einfach wach. Dementsprechend bin ich tendenziell ein kleines bisschen übermüdet. Und das könnte irgendwann noch zum Verhängnis werden, weil wir wissen alle, nach müde kommt doof. Und das 10, sehen wir uns hier weiter, steht nun mal für müde. Dementsprechend schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Albernheit, glaube ich, könnte durchaus Teil des Konzepts werden. Oh, okay. Ich habe nur gesagt, dass du das bestimmt schaffst. Weil du dich ja eh auskennst. So, das brauchen wir. Steht da, Feinraspeln steht da. Das heißt, wir nehmen am besten das da. Ui, dann dauert das ewig. Kann ich das irgendwie so machen, dass es auch irgendwie die Kamera einfängt? Nicht so richtig. Es sei denn, ich mache das so, aber ich glaube dann. Beziehungsweise, ich habe ja eine neue. Das muss ich fast zeigen. Ich habe eine neue Variante gefunden, wie ich quasi die Handykamera an der Stelle auf ein Stativ beziehungsweise halt ausrichte. Stelle. Mein neues Stativ sind an der Stelle zwei kleine Tassen. So. Und da habe ich zwei von.
jeweils. Aber das hat eine ganz gute Höhe, das hat ein ganz gutes, ganz guten Winkel, finde ich. Da kann man dann noch ein bisschen mitspielen. So, halt einmal, wenn ich das jetzt so rum habe, kann ich dann mit dem... Das können wir einmal probieren. Ah ja, ja, ich bin wirklich ein bisschen durch. Ich habe gerade seit meiner... Also ich hatte als Kind ein bisschen Schwierigkeiten damit, irgendwie links und rechts zu unterscheiden. Ich habe aber eine körperliche Eigenheit, die es vergleichsweise einfach macht, dann irgendwie mit einem Blick auf die Hände irgendwie zu schauen, wo ist eigentlich links und rechts. Ich habe nämlich auf der linken Hand... jetzt haben wir es da. Da auf der linken Hand habe ich diesen doch recht markanten Leberfleck. So, dementsprechend irgendwie als Kind war es immer so, einmal draufschauen, okay, da ist links. Gut, kenne ich mich aus. Und eben, also ich habe das inzwischen im Erwachsenenalter natürlich irgendwie kaum noch, dass ich das mal brauche. Aber jetzt gerade war es irgendwie so ein kurzer, hey, Blick auf die Hand, ist das eh quasi meine starke Hand? Ist das die rechte Hand, die ich jetzt zum Reiben verwenden müsste? Aber schaut gut aus. So, okay. Und ich würde sagen, wir reiben einfach aufs Brett. Da habt ihr dann vielleicht am meisten von, die Leute, die wirklich hier sind, um manuelles Kochen zu sehen. Noch ein bisschen Kamerafahrt. Ist das aufregend. Seht ihr es sogar doppelt aus zwei unterschiedlichen und doch ein bisschen derselben Perspektive. Aua. Das wäre schon fast der erste. Wortfindungsstörungen werden heute auch ein Thema. Ich sag's euch. Wortfindungsstörung, mein Ding. Ich sollte vielleicht neben Content-Streckung auch noch ein WRTSTRNG Design bauen. Weil das halt schon zwei sehr große Konstanten meines Streamings ist. Dass ich zum einen schaffe, jeden Content länger zu strecken, als er eigentlich irgendwie gut ist. Und zum zweiten, dass sobald mir auch nur irgendein Wort über den Weg läuft, es im Zweifelsfall länger dauert, bis ich es gefunden habe. Was ist da denn? Entschuldigt kurz. Ja. Das ist das Problem, wenn man sein Handy als Kamera missbraucht und dann kommt zwischendurch irgendwas auf WhatsApp oder so und man denkt sich, hey, vielleicht ist ja wichtig. Schreiben ja die Leute nicht irgendwie aus Spaß an der Freude. So, wundervoll. So, langsam muss ich aufpassen, dass ich nicht meine Hand einfach mit wegreibe. Aber das geht schneller, als ich dachte insgesamt. Finde ich gut. Plan insgesamt, um es nochmal irgendwie kurz zusammenzufassen, steht ja eh, glaube ich, auch in der Stream-Beschreibung. Vielleicht habe ich es heute geschafft, die Stream-Beschreibung genauso zu machen, wie ich das wollte. Und das System hat es mir nicht irgendwie zurückgeschleudert. Ist Bananenbrot und Karottenkuchen. Zwei ganz, ganz hervorragende Kuchensorten quasi herzustellen und dann mit dem Wheel of Disaster entsprechend Zutaten dazu zu drehen, um dann drei Viertel des jeweiligen Kuchens heillos kaputt und spannend zu machen. Aber ein Viertel lassen wir auch so. Habe ich mir gedacht. Ups, es tut mir leid, ich habe gerade... Da habe ich so ein schönes neues Setup mir zusammengebaut mit den beiden Tassen. Und dann werfe ich es um. Nur weil ich, alte Saufnase, mir das Weinglas nach drüben stellen wollte, um... Ich habe ihn nicht atmen lassen, aber bei Weißwein ist das eh nicht so wichtig. Um mir einen Schluck Grünweltliner einzuschenken. Ah, shit, das wollte ich auch noch mal. Ich habe mir überlegt, ich sollte, gerade bei diesen Streams, bei anderen Streams ist, glaube ich, nicht so notwendig, aber eigentlich müsste ich hier irgendwo noch Dauerwerbesendung auf den Bildschirm schreiben. Ja. Machen wir jetzt einmal schnell.
Beziehungsweise eigentlich müsste man natürlich an der Stelle einmal aber warum eigentlich Dauerwerbesendung? Weil es, glaube ich, schlicht und ergreifend nicht möglich ist, an der Stelle nicht irgendwelche Sachen mehr oder weniger aus Versehen zu bewerben. Okay, ich hätte das gerne in einer kleineren Schrift. So reicht's. So, dann können wir es da unten noch anpassen und können es tatsächlich einfach damit hoch ins Eck tun. So. Erlaubt mir das jetzt irgendwie schnell auch noch in die anderen Layouts rüber zu tun. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. So, okay. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir die Dauerwerbesendung. Wie gesagt, ist an der Stelle ein bisschen ein Sicherheitsmechanismus, auch wenn es, wie gesagt, eigentlich wahrscheinlich nicht nötig ist, weil ich ja nach wie vor sehr, sehr blauäugig glaube, dass ich in der Größe unterwegs bin, die Twitch einfach egal ist. Ich könnte fast machen, also wenn, solange ich nicht irgendwie plötzlich anfange, Nippel zu zeigen oder so, wird mir niemand aufs Dach gehen dafür, dass ich hier Nestlé oder irgendwelche, wo ich weiß gar nicht genau, ob ich gerade Nestlé-Produkte habe. Das ist ja gerade so ein bisschen der ganze Aufreger rund um Ankerkraut. Ich weiß nicht genau, wie viele davon mitbekommen habt. Was ich aber spannend finde, ich finde das spannend, dass dann irgendwie die ganzen Influencer aus Deutschland irgendwie sagen, nee, die gehören jetzt zu Nestlé. Dann können wir nichts mehr mit denen machen, weil Nestlé steht für die böse Seite des Kapitalismus. Was aber natürlich ein sehr, sehr kurzer Ansatz ist. Und damit sage ich nicht, dass sie damit aufhören sollen, irgendwie das so kritisch und einseitig und schwarz-weiß zu sehen. Sondern halt schlicht und ergreifend, dass es vielleicht irgendwie ein guter Ansatzpunkt ist, um an der Stelle nochmal weiterzudenken. Aber cheers an der Stelle, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Mein Dashboard sagt gerade was von 2 Zuschauerinnen und Zuschauern. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute mal ein bisschen klein und exklusiv. Vielleicht werden wir mit der Zeit noch größer. Das kann ja angeblich passieren. Aber selbst wenn nicht, habe ich auf jeden Fall mein ultimatives Ziel mit diesem Stream am Ende des Tages mit Sicherheit erreicht, weil ich habe am Ende des Abends irgendwann zumindest auch einen Teil unversauten Karottenkuchen und unversautes Bananenbrot zum Essen. Ich freue mich drauf. Wie steht ihr eigentlich zu Bananenbrot? Ist das eine Sache da, wo ihr lebt? Oder kennt ihr es quasi nur zu der Zeit hat man es noch nicht Meme genannt, aber am Ende ist es schon ein bisschen ein Meme mit Theo, bring mir das Bananenbrot und so. Wie gesagt, die Inspiration kam ja neulich vom Einkaufen. Sowohl für das Bananenbrot als auch für den Karottenkuchen. Wo es das beides irgendwie in ähnlicher Größenordnung für ein paar Euro beim Billa zum Mitnehmen gab. Aha, und schaut, denn genau deswegen steht Werbesendung da. Weil sonst könnten sie mich dafür, ich weiß gar nicht, könnten sie mich dafür ankacken, dass ich sage, hey, die haben ein gutes Produkt, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde? Ach, ich weiß nicht. Ich finde Twitch an der Stelle ein bisschen kompliziert. So. Ich sollte ein bisschen anzahnen. Bin jetzt schon irgendwie 25 Minuten im Stream. Und habe noch keinen nennenswerten Erfolg gemacht. Ich bin dabei, die zweite Möhre von 6 oder so zu reiben. Wenn ich groß bin, kaufe ich mir mal, Entschuldigung, irgendwann so richtig krasse Küchengeräte. Oder noch besser, wenn ich groß bin, also in dem Fall dann halt nicht als Mensch, sondern als Streamer, was bestimmt irgendwann noch passiert, ganz sicher,
dann kaufe ich, also dann kaufe ich mir nicht, sondern dann rede ich mit KitchenAid oder mit Sally oder so und sage, ey, ich möchte auch coole Kochstreams machen und schau mal, wie arg die jetzt gerade sind. Mit Vorwerk, genau. Ah, das stimmt, mit Vorwerk wäre natürlich auch gut. Ist aber auch egal, mit von welchem Anbieter, aber auf jeden Fall eine coole Küchenmaschine, die mir ganz, ganz viel abnimmt. Und plötzlich kann ich dann halt wirklich ein Fast Just Chatting draus machen und die Küchenmaschine macht alles. Und dann bin ich nur noch für... Ja, kann, also, am Ende des Tages ist halt ein Beruf wie jeder andere. Sollen sie machen. Ich muss dazu geben, ich habe wenig Bezugspunkte zu HelloFresh. Kann das was? Also die Streamer sagen wahrscheinlich ja, auf jeden Fall. Das sind ja wahrscheinlich solche Leute wie irgendwie so Mahlwanne oder so, die eh so ein bisschen im Kochding drin sind. Die Frage ist, DJ, wie viel Haselnusslikör ist in den Gerichten von HelloFresh? Nein, wie gesagt, am Ende, das hier ist halt alles eine große Vermarktungsmasche, dieses ganze Influencertum-Ding. Vielen lieben Dank für die Frage, lieber Bowtiefighterbot. Ich sag heute Nummer 11. Matt Smith war großartig und war mein Einstieg mit Doctor Who. Von daher hat er einen speziellen Platz in meinem Herz. Aber ich mag von den neuen Doktoren tatsächlich alle ganz gerne und von den alten kenne ich halt alle nicht gescheit. Ich muss mich mal wieder ein bisschen ausrichten. Ich habe jetzt schon... Das ist das Problem. Das ist das Problem an so Raspelarbeiten. Ich finde, Schneiderarbeiten sind easy. Schneiderarbeiten, das macht man so nebenher. Das nervt auch nicht großartig. Das ist halt einfach, hey, macht man. Ich finde, Raspeln ist da eine ganz, ganz andere Geschichte. Raspeln ist so, okay, gut, jetzt habe ich 3 Sachen geraspelt, jetzt reicht es mir auch wieder. So, ich werde zwischendurch einmal umfüllen des Karottenraspels von dem Brett hinüber in die Schüssel. Bin ja gerade ein bisschen geflasht, wie viel das insgesamt an Karotte wird. Müssen wir mal schauen, wie das sich dann ausgleicht mit den anderen Sachen. Was ich mich ja manchmal frage in dieser ganzen Sache, so mit Streamern, die mit irgendwelchen Marken zusammenarbeiten und so, ab welcher Größe das denn in irgendeiner Form interessant wird für irgendwen. Kommt mit Sicherheit sehr, sehr stark auf die Marke an, kommt mit Sicherheit sehr, sehr stark aufs Produkt an. Aber ist es so ab vierstellig? Ab vierstellig bist du groß genug, dass du quasi werberelevant bist? Ist es ab Twitch-Partner? Mit irgendwie mindestens 500 Followern und 75 regelmäßigen Zuschauern oder so? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so die Größenordnung, wenn du Twitch-Partner bist, dass das Firmen auch sagen, hey ja, wahrscheinlich bist du spannend. Ja, auch den Zahn muss ich euch ziehen. Das wird es auch hier auf dem Kanal nie geben. Glaube ich nicht. Muss ja sagen, ich habe ja hinten in den Kalender eine Zielzahl für Ende 2022 reingeschrieben, die ein bisschen albern ist. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich sie nicht erreiche. Von daher muss irgendwann auf jeden Fall mal wieder ein Lauwarm-Tab-Stream her, um die Massen anzulocken, die dann irgendwie nur reinfollowen und dann nie wieder was machen. Entschuldigt, ich mache jetzt mal ein bisschen Turbo. Ja, ich glaube doch, insgesamt 200 kriegen wir bestimmt irgendwie zusammen.
Aber ich glaube, ich habe 232 oder sowas reingeschrieben. Da wird es dann schon eng. Zumindest wenn es weiter in der Größe am Wachsen ist, wie es derzeit funktioniert. Aber muss halt an der Stelle auch sagen, dass mein Social Media Game im Allgemeinen sehr, sehr, sehr vernachlässigt ist. Macht halt mir wesentlich weniger Spaß als das Content Game und selbst das vernachlässige ich derzeit relativ stark. Von daher. So, okay. Komm, jetzt müssen doch langsam mal. So, das ist die vorvorletzte Karotte. Muss ich mal schauen, was muss ich danach machen? Danach muss ich noch die Schale einer Zitrone feinraspeln. Und dann gemeinsam mit Öl und dem Saft der Zitrone vermischen. Ups. Aufpassen. Arbeitssicherheit geht vor an der Stelle. Reine Schnelligkeit bringt gar nichts, wenn du danach keine Hand mehr hast. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so schlau, quasi zwischendurch auf den in Streamlabs reinzuschauen, anstatt darauf zu achten, einfach direkt zu schauen und darauf zu achten, wie nah meine Hand eigentlich an der Reibe ist. Aber auf der anderen Seite, ihr seid ja eh alle da. Die Tausenden von Zuschauern, ihr seid alle da, um zu sehen, wie Blut fließt. Obwohl, da ist dann wieder die Frage, wie ist das mit Gewalt und Blut und so auf Twitch? Werde ich dann dafür gebannt, dass ich mir in den Finger geschnitten habe? Vielleicht sollte ich mir irgendwann die Terms of Service nochmal komplett durchlesen. Das Blöde ist, die sind halt super, super schwammig. Und das hat natürlich auch Methode, dass die super, super schwammig sind. Cheers, meine Lieben. Auf einen guten Abend, den wir hoffentlich gemeinsam haben. Ich am Ende mit Bananenbrot und Karottenkuchen. Ihr mit einem 34-jährigen Weirdo im Hintergrund, der Wein trinkt und Karotten reibt. Klingt, finde ich, nach einer ziemlichen Win-Win-Situation. So. Letzte Karotte. So, aus Karottenreiben könnte man wahrscheinlich auch gute GIFs machen, oder? Also nur anzügliche natürlich. Scheiße, Animated GIFs muss ich auch irgendwann mal machen. Wann soll ich denn das alles machen? Wie gesagt, ich bin derzeit so ein bisschen im Träumen und Ideen entwickeln so, aber dann fehlt immer die Energie und Motivation, diese ganzen Sachen tatsächlich umzusetzen. Das ist ein bisschen ein Problem. Also was im Zweifelsfall bloß heißt, dass sie dann später umgesetzt werden. Aber es nervt mich. Es nervt mich so sehr, dass ich derzeit insgesamt nicht genug Energie habe, um diesen Hobby-Part gescheit zu machen. Also es wird einfach Zeit, glaube ich, um mal ein paar Monate arbeitslos zu sein und dann in der Zeit so richtig, richtig geilen Scheiß zu machen, weil ich dann so ganze Tage Zeit habe, nur um Streams vorzubereiten, die ich dann auch nicht sehr konsistent nutzen werde, seien wir uns ehrlich, aber halt besser nutzen werde und halt plötzlich irgendwie Zeit und Energie habe, um da ein bisschen mehr rauszuholen. Das ist ja also auf der einen Seite das Schöne an diesem ganzen Hobby-Ding, auf der anderen Seite halt das Blöde an diesem Hobby-Ding. Ist ein bisschen wie mit dem Studieren. Irgendwann am Ende, so zum Ende meines Studiums, und ich habe ja bloß Bachelor gemacht, so
Aber dafür habe ich lange gebraucht, weil ich habe im Diplom angefangen und irgendwann wurde es umgestellt und dann konnte ich kein Diplom mehr machen und dann wurde es halt irgendwann ein Bachelor. Zum Ende hin fand ich das Studium sehr, sehr anstrengend. Nicht, weil irgendwie besonders viel mehr oder weniger zu tun war als sonst, aber einfach, weil das Studium so ein Teil des Lebens ist, wo du enorm viel reinbuttern kannst und eigentlich ständig was machen kannst. Und das finde ich so einen gewissen Grundstress. Und natürlich ist das mit sowas wie man könnte es fast mit einer Selbstständigkeit oder so vergleichen. Bei so einem Stream-Kanal und so einem kreativen Projekt natürlich genauso. Du könntest ständig noch was mehr machen. Du könntest ständig noch eine andere Idee umsetzen. Du könntest ständig noch was machen. So. Aber dazu brauchst du halt Zeit, Muße und Energie. Aber ich weiß, es ist auch ein bisschen meiner ewigen Themen, die ich immer wieder irgendwie mit vorbringe. Das letzte Mal, obwohl er auch da nicht so richtig in die Tiefe diskutiert. Ich brauche vielleicht nochmal neben auf etwas mit. Und ich sollte auch mal auf etwas mit irgendwie demnächst auch endlich mal weitermachen. Muss vielleicht einfach nur dann schaurig nochmal anschreiben. Und wenn sie irgendwie sich da derzeit nicht so äußert, weil sie irgendwie zu sehr in anderen Sachen steckt, dann halt einfach mal schauen, dass ich andere Leute kriege, die irgendwie dann halt auch eher wieder aus dieser kleinen Streamer-Bubble oder so, mit denen ich irgendwie auf etwas mit durchziehen kann, weil es halt ein geiles Format ist, weil es Spaß macht. Und auch wenn es kein Deep-Talk-Format ist, halt trotzdem erstmal die Einladung ist für coole Gespräche, die man führen kann. Habe ich Lust drauf. Das habe ich tatsächlich Lust drauf, auch wenn ich immer weiß, dass wenn ich sowas anreise, ich mich zwischendurch dann auch nochmal dafür. Aber das hat dann auch wieder mit der Energielosigkeit zu tun. Mich da zwischendurch dafür verfluchen werde, was ich mir hier ständig irgendwie selbst ans Bein nagel, an extra Arbeit und extra Anspruch. Aber gut, das seid ihr ein bisschen auch gewöhnt. Seid ein bisschen gewöhnt, dass ich irgendwie regelmäßig darüber weine, dass ich zu wenig Zeit habe. Und ich weiß, es ist hundertprozentig meine eigene Schuld. Aber stellt euch vor, ich wäre anders, was das angeht. Stellt euch vor, ich würde nur noch einmal die Woche streamen. Ein bisschen was würde euch schon abgehen am Legend of Simon Z oder Zelda Z Walter Tag, der nicht festgelegt ist. Lange irgendwie am Vampir-Dienstag, Pokémon-Tag und am Gothic-Sonntag. So. Und daher, eigentlich möchte ich das schon so lassen. Zu viel zu machen, aber das heißt halt auch regelmäßig darüber zu weinen, dass ich zu wenig Zeit habe für ganz viele Sachen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch eine Sache, die sich dynamisch immer weiterentwickelt. Wie viel Energie gerade da ist, wie viel Ideen und Sachen gerade da sind. Obwohl Ideen sind meistens eigentlich relativ viele da. Energie, Zeit, Ressourcen und Motivation ist eher das Ding. Obwohl gerade irgendwie dieses Motivationsding natürlich ganz, ganz eng verwoben ist mit Energie. Also ich glaube, du kannst sehr, sehr viel Lust auf Sachen haben, aber wenn du merkst, eigentlich gerade fehlt mir die Kraft dazu, dann wirst du halt die Motivation nicht so richtig finden, obwohl du eigentlich, und das auch mit einer sehr, sehr großen Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit mit dir selbst, du eigentlich sagst, hey, ich habe da schon Lust drauf. Aber es geht halt gerade nicht. So, dann haben wir doch schon endlich total schnell einmal die 400 Gramm Karotten geraspelt. Ja, das glaube ich, DJ, das glaube ich. Und es, also, ich muss sagen, ich finde das schön. Ich finde das schön. Also, es heißt natürlich... Eben dann,
Und also wie gesagt, so schnell fällt es nicht weg, also im Zweifelsfall, wenn ich dann mal merke, hey, okay, das mit dem Energieding geht auch über Wochen und Wochen und Wochen nicht weg, dann werde ich ein bisschen ausdünnen, aber nicht irgendwie plötzlich auf ganz wenig. Und das Problem ist ja trotzdem irgendwie ein zweiseitiges, dass auf der einen Seite ich mir denke, hey, eigentlich mehr Kraft und mehr Energie für mehr Streams habe ich gar nicht. Und auf der anderen Seite frustriert es mich aber, was da an Ideen rumschwirrt, die ich eigentlich auch gern noch machen würde. Also ich hätte eigentlich, wenn es rein nach Lust ginge, hätte ich 5, 6, 7 wöchentliche Kategorien. So. Es macht aber keinen Sinn, weil das würde halt heißen, dass ich überhaupt keinen Tag mehr irgendwie für mich habe oder halt auch für Haushalt. Weil der bleibt halt an vielen Stellen auch stark auf der Strecke. Nicht, dass der an freien Tagen dann plötzlich irgendwie sich von ganz alleine macht, das nicht. Aber es gibt zumindest eine Chance. So, jetzt muss ich einmal kurz, genau, jetzt die Schale der Zitrone abraspeln. Ich überlege gerade, ob ich dazwischen einmal schnell die Raspel drüben zumindest grob abwasche. Oder ob ich sage, hey, es kommt eh alles in denselben Teig, es ist auch egal. Ich glaube, es geht eher in diese Richtung. Ah, um da den Satz noch zu Ende zu bringen, ich bin am Springen wie immer. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich ein bisschen dass ich so einen fixen Platz bei euch habe. Also in meinem Herzen seid ihr schon ein bisschen die, ja, Nummer 1 Fans. Obwohl Fans dann so unpersönlich auf eine bestimmte Art und Weise klingt, weil, also ich glaube den Punkt, dass das irgendwie eine in Anführungsstrichen reine Streamer-Fan-Beziehung ist, wenn es sowas irgendwie allgemein gibt, den haben wir ja schon lange irgendwie hinter uns. So. Okay, dann raspeln wir jetzt erstmal Schale ab. Beim Schale abraspeln weiß ich nie so richtig, welche Seite von der Raspel eigentlich das Gescheiteste ist. Ist das diese raue? Ist das eh auch die kleine? Die große wird es nicht sein. So. Ja gut, da seht ihr jetzt nichts mehr. Ja, okay, dann ist die Detailkamera, also ihr seht eh schon was, weil es ist in der großen Kamera. Nee, ich glaube, ich mache das da. Und ich meine, am Ende muss ja sowieso sowohl die Schale als auch der Saft rein. Vielleicht mache ich zuerst Saft und davor mal ein bisschen die Kerne raus und dann mache ich die Schale danach. Vielleicht ist das... Ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auf der einen Seite ein sehr, sehr typischer Twitch-Streamer bin, auf der anderen Seite eigentlich gar nicht hier auf diese Plattform passe. Zumindest, wenn ich mich irgendwie mit großen Twitch-Streamern vergleiche. Also ich glaube schon, dass das Skillset an vielen Stellen sich irgendwie schon stark überschneidet. Aber, ja, da trotzdem, glaube ich, irgendwie vom Typ her dann doch nicht so richtig, richtig, richtig auf diese Plattform passe. Oder halt auch schon passe, weil irgendwie auf Twitch ist Platz für alle. Und wie gesagt, ich könnte es mir kaum anders vorstellen, als dass dieser Aufbau von Community irgendwie sehr, 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 sehr viel gemein hat mit quasi dem Aufbau einer Art Freundeskreis. Oder halt irgendwie einfach Leute, die schon mehr miteinander zu tun haben. Und wie gesagt, ab einer bestimmten Größe, glaube ich, geht das nicht mehr, dass du so ein Näheverhältnis mit vielen Leuten eingehst. Aber solange das geht, mache ich das. Also irgendwann muss man halt ab einer bestimmten Größe muss man halt mit Sicherheit irgendwie wesentlich stärker aussortieren, auf was man sich einlässt und was nicht. Aber wie gesagt, mit Melli und dir ist es halt tatsächlich eher irgendwie ein regelmäßiger freundschaftlicher Austausch, wo Twitch quasi der Ausgangspunkt war, aber was wahrscheinlich auch ohne Twitch zumindest in irgendeiner Form weiter Bestand hätte. Da ist ein Kern reingefallen. Ich bin dagegen, dass da ein Kern reingefallen ist.
Na, eh, absolut. Absolut. Also, und deswegen. Also, gut, aber ich, also ich glaube, ich rede da ja auch mehr als genug drüber, dass ich das irgendwie nicht sehe, dass ich irgendwann riesig werde. Aber das halt hier mache, weil es ein cooles Hobby ist und mir Möglichkeiten gibt, irgendwie einfach einen ganzen Haufen kreativen Kram zu machen, der ansonsten wahrscheinlich nicht so viel Platz in meinem Leben hätte. Und das ist halt cool. So. Ah, nein! Nicht in den Ärmel. Ich hab mich zitronend. Na, okay, gut. Jetzt mach alle Kerne. Inzwischen ist schon egal, wie viel Zitronensaft da in meinem Ärmel ist. Nein. Vielleicht sollte ich mir bei Zeit mal eine Zitronenpresse besorgen. Oder wie heißen die, diese Dinger? Da hat man zumindest dieses Kernproblem nicht so sehr. So. So. Nee, da hat die Seite muss. Muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen gehypt. Und ich finde, das ist ja. Ich backe ja tatsächlich gar nicht sonderlich gern und nicht häufig. Aber sowohl beim Backen als auch beim Kochen, was ich sehr, sehr gern mag, ist, dass man während man tut, im Normalfall ja immer mehr Bock kriegt auf das, was man da gerade macht. Wenn man sich denkt, wow, das wird so super. So, halt einmal, da müssen jetzt noch. So, was ist Karotten und Schale der Zitrone fein raspeln und gemeinsam mit dem Öl und dem Saft der Zitrone vermischen. Der Saft der Zitrone ist schon drin, aber wie viel Öl? 200 Milliliter Pflanzenöl neutral. Jetzt an der Stelle der kleine politische Kommentar oder der kleine aus dem Alltag, der uns derzeit irgendwie beschäftigt, Kommentar. Ich dachte mir dann natürlich, hey, okay, gut, ja, besorge ich mal neutrales Pflanzenöl. Ja, aber Pustekuchen. Also tatsächlich irgendwie. So, andere Sachen habe ich nicht das Gefühl, dass sie derzeit in jedem Supermarkt ausverkauft sind. Neutrales Pflanzenöl schon. Weswegen auch immer. So. Cheers, meine Lieben. So, von daher muss ich jetzt. Das hatte ich den. Ich glaube, jetzt habe ich die Wahl zwischen Sonnenblumenöl und Rapsöl, was ja beides irgendwie nicht einfach neutrales Pflanzenöl ist. Aber das wird schon hinhauen. 200 Milliliter davon. Beziehungsweise, komm, wir nehmen das Rapsöl mit feinem Buttergeschmack. 200 Milliliter davon. Dass das nie wieder weggeht. Zucker, Mehl, Milliliter. Ich nehme die Milliliter. Entschuldigung, das steht ja genau davor. So. 200 Milliliter. Kommt mir sehr, sehr viel vor. Ja, gut, aber da kommen dann noch 400 Gramm Mehl auch dazu. 180 Gramm Zucker. Ja, das wird sich dann schon verteilen. Ich sag's euch, Diät essen wird das heute nicht. Ah, an der Stelle, DJ. Du hattest mir ja das Bananenbrot-Rezept geschickt. Ist das eins, was du schon mal ausprobiert hattest? Oder ist das einfach mal bei Google durchgegeben gewesen? Ich kann dir danach sagen, wie gut oder schlecht das Rezept ist oder wie geil das Endprodukt ist. So.
gestern im Discord am Abend gab es dann nochmal irgendwie eine Diskussion mit Pascal und Lemmy oder so, die Bananenbrot eigentlich nur so vom Namen her kannten. Und dann habe ich mir schon nochmal Gedanken gemacht, ist das irgendwie eine regionale Sache? Oder ist das einfach bloß Zufall, dass an der Stelle irgendwie zwei Leute nicht so richtig wissen, was Bananenbrot ist? Aber ich habe es nicht so richtig rausfinden können, woran es liegt. So, ich wollte einmal ein bisschen durchrühren zumindest. So, jetzt sieht es aus wie ein sehr öliger Karottensalat. Karottensalat sollte ich auch mal wieder machen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es ziemlich bubbleabhängig ist. Das stimmt. Jetzt, das ist mir tatsächlich nie so sehr aufgefallen, aber du hast recht. Natürlich, also. So, was muss ich jetzt als nächstes machen? Die trockenen Zutaten vermischen und in den flüssigen Teig einkneten. Also es ist an der Stelle Mehl und Zucker vermischen und dann einkneten. Grüß dich, Emil. Wie geht's dir? Was tut sich? Ja, und ey, DJ, wir sind ja, also, wenn man mich ansieht, weiß man, hey, Hipster in der Haus. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich sehr, sehr hipsterig bin. Aber es gibt halt coole Sachen am Hipster-Lifestyle. Ich bin auch sehr froh, dass morgen Freitag ist. Und daher, das passt super. Und ich bin sehr aufgeregt, was das heute wird mit dem Kochen. Ich brauche heute ultimativ lang. Also von daher, ich bin mir nicht sicher, ob ich bis 10 durch bin. Aber heute ist auch alles ein bisschen egal. Vor allen Dingen, weil dann die beiden Sachen halt auch noch 50 Minuten irgendwie... Oh, ich soll vorheizen. Ja, genau darüber haben wir gerade geredet, Emil. Das scheint so ein bisschen ein soziales Gruppending zu sein oder so, ob man Bananenbrot kennt oder nicht. Halt in der vegetarisch-veganen Community ist halt Bananenbrot ein totales Ding, weil es halt einfach quasi ein Kuchen ist, den man ohne Eier sehr gut zubereiten kann. So. Soll ich jetzt Mehl und Zucker wirklich davor mischen? Nee, oder? Das mische ich jetzt einfach beides rein und das passt schon. Frage ist ein bisschen, ob ich jetzt das Rührgerät irgendwie raushol. Im Moment bin ich aber eh noch beim Karottenkuchen. Und wie gesagt, dafür habe ich jetzt schon ewig gebraucht. Na, grüß dich, Punchboy. Wie geht's dir? Was tut sich? Mir geht's ganz gut. Ich habe Weintrauben in unterschiedlichen Formen. Ist super. Und ich bin sehr, sehr langsam und sehr, sehr entspannt dabei, hier erstmal Karottenkuchenteig zu machen. Danach mache ich Bananenbrotteig. Und dann stelle ich einmal die Zutaten vor, die natürlich auch heute wieder auf dem Zutatenrad des Grauens irgendwie drauf sind. Ah, das wird sich heute wahrscheinlich auch nicht ändern, Emil. Ich würde dir gern was vorbeischicken, aber ich glaube, du wohnst zu weit weg. So, das habe ich jetzt drin. Jetzt brauchen wir Mehl. So, und... An der Stelle ist wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit, ist auch wieder sinnvoll, einmal die Waage zu konsultieren. Nicht, dass wir plötzlich viel zu viel Mehl drin haben. Was ich nach wie vor mich frage, ist ein bisschen, ob es Zeit ist für das Handrührgerät. Ich sag's dir, Emil, es ist geil. Grüß dich, Melly P, wie geht's dir? Was tut sich? Schön, dass du da bist. Ja, aber... Bei mir auch so eher mittelmäßig viel. Oh, das kann ich, das habe ich vorhin schon mal erzählt, als noch weniger Leute da waren. Aber eine Sache, die sich tut, ich habe heute ein vergleichsweise, ich hatte ja immer das Problem, dass die Handkamera, das Handy, relativ instabil irgendwo ranzuheften war. Und inzwischen habe ich aber heute eine Variante gefunden, die ich ganz cool finde. Um es zum Schneiden abzufilmen, irgendwie in einen ganz guten Winkel zu versetzen. Und das ist einfach auf zwei solche Tassen das Ganze drauf zu balancieren. Und das funktioniert ganz gut.
So, jetzt brauchen wir 400 Gramm Mehl. Mehl war tatsächlich überhaupt kein Problem im Gegensatz zu neutralem Pflanzenöl. Neutrales Pflanzenöl war unheimlich schwierig. Punchbowl davor muss ein Ausrufezeichen, dann passiert was. Ansonsten. So. Oh oh. Es könnte sein, dass wir vielleicht on the fly auch nochmal die Batterien wechseln müssen. Doch, ich glaube, ich brauche das Handrührgerät. Ja. So, jetzt die Frage, wie viel war das? Die Waage ist ausgegangen. Ja, neutrales Pflanzenöl ist absolut impossible. Ich habe jetzt das gute Rapsöl mit Buttergeschmack da drin. Bin sehr gespannt, ob das einen Unterschied macht. Auf der anderen Seite, ich werde es nie erfahren, ob es einen Unterschied macht, weil ich habe ja Karottenkuchen so noch nie gemacht. Cheers, meine Lieben. Ich hole einmal schnell neue Batterien und stecke dann gleich das Handrührgerät an. Keine Angst, ich mache währenddessen dann das Mikro aus, weil ansonsten fallen euch wahrscheinlich die Ohren ab. Cheers, Jure. How are you doing? Cool that you're here. So. Batterie. Ah, so, das und das. Da Jure da ist, werde ich irgendwie eventuell im Kommentar ein bisschen hin und her switchen zwischen Deutsch und Englisch. Ich hoffe, dass das okay ist. Aber der gute Jure ist ein guter Freund und ein langfristiger Unterstützer dieses ganzen Projekts. Der einzige Tier 3 Sub, der je gekauft wurde quasi. So it's just fair to do some of the parts in English, so that Yuri has at least a chance to get some more things. Although there were times where he was actually quite good in German as well. But that's a while ago. So, jetzt muss ich einmal kurz rausfinden, wie viel Mehl da jetzt schon raus ist. So, 736 ist noch drin. Ah nein. Okay, jetzt haben wir 400 drin. Obwohl, dann können wir jetzt auch gleich noch die 180 Gramm Zucker dazu tun. Und dann, wie gesagt, machen wir ein bisschen Rühr-Action. Und dann ist der Teig im Prinzip auch schon fertig. An alle Leute, die noch nicht so häufig bei Kochstreams dabei waren von mir, ich mache jetzt erstmal die grundsätzlichen Teige. Und danach gibt es den Moment, wo ich einmal, was ich bisher heute noch nicht gemacht habe, ist einmal kurz alle Zutaten vorstellen. Das mache ich dann, wenn die Teige fertig sind. Weil ihr seht es da auf dem. Da gibt es verschiedene Felder. Und im Bananenbrot ebenso wie im Karottenkuchen werden jeweils irgendwie an drei Stellen irgendwie noch 2, 3, 4 Ingredienzien dazu getan. Und die werden ausgedreht und dann habt ihr eine ganz, ganz wichtige Rolle, lieber Chat. Ja, dann habt ihr eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nämlich. Ich erdrehe die Sachen, ihr sagt, in welche Portion sie reinkommt. Und damit habt ihr sehr, sehr viel Einfluss darauf, wie geil oder ungeil das insgesamt wird. Warum es wieder 6 sind?
Okay, dann machen wir 5 draus. So. Das Bananenbrot kriegt 3 Varianten. Entschuldigung, habe ich nicht mitgedacht. Genau. Aber ja, Punchbolt, ich habe die neue Moon Knight-Folge gesehen. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht so richtig warm mit der Serie. Also es ist alles nett und cool, aber nicht so, dass ich mir denke, wow, ich fiebre jedes Mal total darauf hin. Also es ist ganz spannend, was da jetzt gerade irgendwie, was sie da mit der Psychiatrie und so gemacht haben. Aber man muss auch sagen, ich habe die Moon Knight-Folge nur deswegen gesehen, weil ich diese Nacht einfach nur sehr schlecht geschlafen habe. Also quasi kaum geschlafen habe und dementsprechend Zeit hatte, die Moonlight-Folge zu sehen. So, my dears. My chatties. Na, andersrum. So rum ist besser. I will mute myself for a bit. To mix the dough of carrot cake. Und wie gesagt, damit ihr keinen Hörsturz kriegt. Ja, bei Better Call Saul bin ich, glaube ich, 2 oder 3 Staffeln hinterher. So. Geht das? Ah, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen bewegen. Aber wie gesagt, ich mute einmal kurz das Mikro, um hier zu verwursteln. So, ich glaube, dass das ganz gut aussieht. Bin fast ein bisschen gewillt, eventuell noch mal ein bisschen mit bloßen Händen quasi nachzudrücken. Aber das hat schon eine gute teigige Konsistenz. Es ist weniger flüssig, als ich dachte. Ich habe es mir ein bisschen flüssiger erwartet. Aber das ist nicht schlecht. Das heißt halt, dass man noch wesentlich besser irgendwie dann die Zusatzingredienzien nachher an den Ort bringen kann, wo sie hingehören, dass sie nicht zu sehr sich irgendwie hin und her bewegen. Lesche, wir haben schon ein bisschen über Bananenbrot geredet. Was haltet ihr von Karottenkuchen? Karottenkuchen, top oder flop? Ich bin großer Fan. Ich sag's gleich. Mit allgemein Karotten-Mohrrüben können schon einiges. Und dementsprechend ist auch Karottenkuchen durchaus was sehr, sehr, sehr Feines. Ja, stimmt. Punchbowl, du bist ja so überhaupt kein Kuchen-Fan. Aber, ja doch, ich kann Kuchen schon was abgewinnen und Karottenkuchen ist halt schon gut. Schaut gut aus, oder? Schaut einmal, seht ihr? Ne. So, wir machen an der Stelle mal ein bisschen irgendwie Kamerafahrt und Flugmodus. Schaut fast ein bisschen aus wie ein Brot, oder? Aber ist, finde ich, ein sehr guter Teig geworden. Ist natürlich ölig wie Sau, aber da sind halt auch 200 Milligramm Öl einfach drin. Hey, Juris Mom. Ah, so you're in Slovenia at the moment, Juri. Very nice. I'm not pretty sure. I think it dissolved. But I'm working on it. I'm working it. I'm gaining more weight again.
I'm a bit in a yo-yo effect at the moment. So. Okay. Aber dann würde ich sagen, wir topfen mal schnell um. Yes, nice. Ich bin ein bisschen geflasht davon, dass die Schüssel quasi so fast sauber irgendwie insgesamt rauskommt aus der Sache. So, okay. Der Karottenkuchen ist erstmal soweit. Punchbot, it will never stop. It's just like so deeply ingrained in myself. Aber also ich höre das quasi bei mir selbst schon gar nicht mehr. Wie gesagt, zu lange in irgendwie Euro-English-Kreisen irgendwie unterwegs gewesen. So, das schaut gut aus. Das haben wir. Carrot cake, done for the moment. But of course we will like add some more ingredients a little bit later. Was ich jetzt noch schnell machen werde, ist einmal das Ganze quasi in... Das hatte ich jetzt in drei Parts unterteilen, die irgendwie ein bisschen unterscheidbar sind und vielleicht auch halbwegs gleich groß, wo ich glaube ich da schon verkackt habe, um dann zu wissen, wo die Zusatzingredienzien gut reinkommen. So, okay, Dough number one done. So, okay, now Bananenbrot. Bananenbrot, Bananenbrot. Ich verstehe das Rezept nicht ganz. Am Anfang steht die Margarine mit dem Zucker schmelzen lassen. Heißt das, ich muss jetzt eine extra Pfanne aufsetzen, um die Margarine mit der Butter mit dem Zucker schmelzen zu lassen? Oder reicht es, wenn ich es einfach vermische? Ich glaube zweiteres. Wenn das jetzt da so sauber rausgekommen ist, bloß ein bisschen ölig, können wir einfach gleich dieselbe Schüssel weiterverwenden. Das finde ich gut. Heißt, eine Schüssel weniger. Ich habe ewig keine Kuvertüre mehr verwendet. Was meinst du genau, DJ? Achso, du meinst so im Wasserbad. Ja, wahrscheinlich. Okay. Aber machen wir erstmal die wichtigen Sachen. Mehl und Backpulver vermischen. Wie viel Mehl brauchen wir für das Bananenbrot? Auch wieder 400 Gramm. Immer muss der DJ mit seinem Thermomix angeben. Ich warte drauf, wann die Thermomix-Firma auf mich zukommt. So, wir brauchen wieder 400 Gramm Mehl. So, 2 Teelöffel Backpulver. Wozu hatte ich denn das Weinstein-Backpulver? Ah. Oh nein, ich habe Backpulver vergessen im... Und Zimtpulver. alles gut, DJ. Alles gut. Oh nein, wie mache ich denn das? Okay. Fauxpas. Backpulver fehlt im Karottenkuchen. Und zudem fehlt Zimtpulver. Von daher, wir müssen dann nochmal neu mischen. Wo habe ich denn das Zimtpulver? Cheers. Cheers, my dears.
So, das Backpulver. Das war das Weinstein-Backpulver. Ich habe doch irgendwo auch noch normales. Da habe ich noch normales Backpulver. Jure, how is Ernest doing? He's getting quite old, isn't he? So, wir brauchen bloß. Obwohl, wir machen die ganze Tüte rein. Passt schon. Perfect. That's like the best moment for the parents, I'd say. Das ist Pfeffer. I lost the cinnamon powder. Absolutely. We should make plans. We should make plans. I mean, it's not that far to Bratislava. Except you're staying in Ljubljana instead. Then it's a bit far away, but also like not out of the world. Ich bin mir sicher, ich habe das Zimtpulver irgendwo rausgestellt. Okay, aber darum kümmern wir uns eh nachher. Oder auch nicht? Es ärgert mich eigentlich. Perfekt, perfekt. An der Stelle einmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid an die neuen Leute, die laut Dashboard gerade da sind. Cheers, meine Lieben. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Also der Karottenkuchenteig ist fertig. Dann ist mir aufgefallen, hey, da fehlt noch Backpulver und Zimtpulver. Und daher muss noch mal raus. Und ansonsten bin ich eigentlich gerade am... ich mache jetzt Bananenbrot weiter und danach kümmern wir uns um das andere so. Margarine und Zucker. Margarine und Zucker. Na komm, ich schmeiß das auch einfach rein und... wir schmeißen da alles rein. Also es ist ja sowieso, es sind ja auch alles so Zusammenwirf-Teige. Zuerst das Mehl und Backpulver einrühren. Und dann nach und nach alle zu... Also das heißt, zuerst müssen Margarine, Zucker... Obwohl... Okay, gut, nein. Komm, wir machen das doch ordentlich. Ich hole eine Pfanne raus. Der Zucker schmilzt ja nicht. Der Zucker schmilzt ja nicht ohne Pfanne. Von daher, ich werde einmal kurz rüber in die Küche. In die Küche rüberschalten. Das heißt, der Ton ändert sich ein bisschen. Das liegt daran, dass ich jetzt das mobile Mikro dann verwende. Und wir machen das gleich ordentlich. Ich schaue nochmal, wie viel Zucker wir eigentlich brauchen. Wir brauchen 150 Gramm Zucker. Das wiege ich... Okay, ich hole euch nochmal hier rüber. Das wiege ich einmal schnell ab. Dann brauchen wir noch 80 Gramm Margarine, das werden wir dann abschätzen. Und dann karamellisieren wir halt den Zucker, mischen ihn mit der Margarine zusammen, um ihn dann mit mit Mehl und Backpulver zusammenzumischen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde heute ein bisschen überziehen. Ich hoffe, dass das okay ist für euch. Seid halt einfach so lange da, wie es euch freut. Benutzt in der Zwischenzeit den Chat. Ist total nett, ist total cool. Schön, dass ihr da seid. So, Zucker habe ich. Margarine habe ich. 80 Gramm sollten halbwegs abschätzbar sein. Ist ein Drittel davon. Nee, stimmt gar nicht. 225. Ist mehr als ein Drittel davon. Aber das kriegen wir hin, das können wir abschätzen. So, genau. Wie gesagt, wir sehen uns einmal kurz drüben in der Küche. Da nämlich. Das ist natürlich der Zeitpunkt, wo ich immer noch mal darauf hinweise, was das nicht für eine geile Schürze ist. Nicht wahr? Ich habe dieses ganze Influencer-Game noch nicht mal angespielt. Aber ich finde, ein Merch-Shop kann man sich so oder so leisten, weil Spreadshirt gibt einem ja die Möglichkeit. Thank you.
Das Problem hier drüben in der Küche ist, dass ich euch als Chat nicht so richtig sehe, vor allem bei meinem Vorschau-Stream auch zwischendurch sich ausgeschaltet hat. Von daher könnt ihr jetzt gerade irgendwie alles sagen, was ihr wollt. Ich werde es nicht sehen. Vielleicht dann danach. Hoppala, da noch mal rüber. Lassen wir ein bisschen anschmelzen, dann haben wir gleich den Zucker, wir haben direkt den Zucker dazu, der soll ja sowieso, ja, passt gut, okay, der Computer kommt wieder hoch, ich hole bloß einmal schnell mein Weinglas. Beziehungsweise, was ich auch hole, ist einmal die Detailkamera und zwei von den kleinen Tässchen. Ich sehe zwar nicht genau, ob dieser Winkel jetzt sonderlich cool ist. Aber im besten Fall ist er besser als gar nichts. Was trinkt ihr gerade, meine Lieben? Cheers! Irgendwie ist es ja auch schon ein bisschen eine Tradition bei diesen Kochstreams, dass ich immer irgendwie einen Wein nebenher trinke. Ich glaube, in seltenen Ausnahmen vielleicht auch mal einen alkoholfreien. Heute ist es grüne Veltliner durchaus mit Alkohol. Allerdings, ich bin über eine Stunde drin und ich bin nach wie vor beim ersten Glas, von daher irgendwie sonderlich schnell trinke ich nicht. Aber ich habe halt auch ständig was anderes zu tun. Okay, das braucht noch ein bisschen, bis das warm wird. Warum hast du dich komplett ausgeschaltet? So, ich schaue einmal kurz nach drüben, ob ihr noch was gesagt habt. Schaut nicht so aus. Beziehungsweise während das hier irgendwie sich zusammenschmelzt, glaube ich, gehe ich doch wieder nach drüben und kümmere mich schon mal darum, ein paar, um genau zu sein, drei Bananen zu zerstampfen. Weil auch das brauchen wir dann gleich fürs Bananenbrot. Dazu hole ich euch einmal rüber. Ui, das ist ja ein spannendes Detailbild. Ja, man sieht nicht so richtig gut in die Pfanne, aber obwohl halt dann. Jetzt wird es halt wieder kreativ mit der Art und Weise, wie ich Sachen aufeinander stelle oder so, aber vielleicht ergibt das. Ja. Okay, gut. Aber auf der anderen Seite, wir sind dann hier gleich fertig. Okay, dann machen wir die Banane danach und mischen erstmal das rein. Ich finde, die ganze Margarine muss jetzt halt nochmal runter von dem Rührdevice. Aber ansonsten sieht das schon genauso aus, wie ich mir das dachte und gehofft habe.
doch, jetzt sieht man es doch ganz gut, oder? Was denkt ihr? Das passt so. Wer ist denn eigentlich alles da? Ich habe nur gesehen, es sind 6 oder 7 Leute. Wer ist denn eigentlich alles da? Und wie geht's euch und was tut sich? Sagt doch mal Hallo, wir können uns nebenher ein bisschen unterhalten. So, perfekt. So, machen wir gleich auf jeden Fall. Passt gut. Schön, dass du da bist, Pascal. So, jetzt hole ich euch mal wieder nach hier drüben. Dadurch sind wir wieder auf dem besseren Mikrofon. Wir schmeißen einmal die ganze Margarine Zuckerschlonze So, und das vermischen wir jetzt einmal ordentlich. Dafür mache ich mich wieder stumm, weil ansonsten wird es eventuell für euch laut. Und dann schauen wir, was wir noch alles... So, derzeit ist natürlich noch sehr, sehr stückig, weil auch an Flüssigkeit noch bei weitem nicht alles drin ist. So, die Bananen fehlen noch. Und, halt mal, Bananen, Backpulver haben wir schon drin, Zucker haben wir drin, Margarine haben wir drin, Mehl haben wir drin. Bananen fehlen noch, Sojadrink, dann ein bisschen Vanilleextrakt. Und dann müssen wir noch 40 Gramm Walnüsse einmal hacken oder verkleinern. Ich schneide es wahrscheinlich eher, als dass ich es wirklich hacke. Cheers. Und das Ganze dann zusammen mixen. Und dann sind wir damit auch fertig. Und dann werde ich einmal kurz die Ingredienzien, die Zutaten, die möglich sind, nochmal kurz vorstellen. Nicht nochmal, sondern das erste Mal kurz vorstellen. Dann finden wir hoffentlich auch das Zimtpulver, um den Karottenkuchen noch wieder zu retten. Entschuldigung. So, okay. Bananen. Wir brauchen 3 Bananen. 1, 2, 3. Sind von gestern, von daher passen sie ganz gut in das Bild, schon ein bisschen reif. Ich mir ein bisschen Frage ist, wie ich das jetzt am besten mache mit dem Zerstampfen. Aber ich glaube fast, ich tue sie in eine Schüssel. Zerstampfe sie dort, bevor ich dann hier irgendwie zu sehr eine große Messparty mache. Ja, hopp, hopp. Was gibt's heute bei euch eigentlich alles Gutes zu essen? So, Banana Number 2. Eigentlich auch wieder eine verpasste Gelegenheit. Aber das ist so ein bisschen wie mit den Zelda-Mini-Clips, die irgendwie noch nach wie vor geplant sind und wo ich nicht dazu komme, beziehungsweise ja, mir die Zeit nicht nehme, dafür das zu machen. Ich hol mir noch mal eine größere Gabel. Die kleine Gabel ist ein bisschen uncool. Jetzt hier mit dem Bananenbrot wäre der perfekte Zeitpunkt, um einen Haufen Mini-Clips mit den Minions zu haben. Und ich bin tatsächlich gar kein so großer Minions-Fan. Ich finde die ein ganz, ganz komisches Konzept. Einfach weil sie so tun, als wären es voll die coolen Kindercharaktere. Aber eigentlich haben sie eine ganz, ganz komische Moralität dahinter. Sind es jetzt Helden? Sind es jetzt irgendwie... Was sind das? Was sind diese Minions?
Sie sind super knuffig, keine Frage. Aber was ist die Aussage von ihnen? Aber sobald ein Minion sagt Banana, haben sie halt alle Herzen gewonnen, oder? Ich hol mal schnell eine Gabel. So. So. Pascal, hast du ich einfach unverbesserlich und den Minions-Film geschaut? Ansonsten macht es wahrscheinlich keinen Sinn, das mit Banana. Ich glaube, also die Zusammenfassung dieses Memes ist im Prinzip: Minions mögen Bananen. Und wie soll es auch anders sein? Sie sind klein und gelb. So. Und bist du Fan oder eher nicht? Also wie gesagt, bin ein bisschen hin und her gerissen, was die Minions angeht. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt relativ viele Momente, wo sie dann halt irgendwie Banana irgendwie reinbringen, und das wäre halt jetzt gerade der perfekte Miniclip für diesen Bananenmatch-Schritt. So, die dritte Banane matschen wir auch noch mit rein. Und ich glaube, es muss ja auch bloß grob zermatscht sein, weil es wird ja eh noch mal reingesnuselt in den gesamten Mix mit dem Handrührgerät, von daher. So, passt. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Das sieht aus wie das, was es sein soll, nämlich Bananenmatsch. Geben wir auch in den Gesamtmix mit rein. Ey, ich habe so viel Bock. Ich habe so viel Bock auf dieses Bananenbrot-Ding. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht komplett zerstören mit dem, was wir reintun. Aber es wird auf jeden Fall ein Viertel geben, was unbeleckt bleibt. So, Banane. Dann brauchen wir noch 120 Milliliter Sojadrink. Jetzt brauchen wir nochmal dieses Ding, dass da noch ein bisschen Restöl drin ist. Ist, glaube ich, egal. So, und dann Vanilleextrakt und die Walnüsse gehackt, die können wir, finde ich, danach einfach nochmal schnell einrühren. Das ist kein Problem. Wie gesagt, dann schalte ich mich jetzt nochmal kurz stumm, um das hier weiter zu verrühren. Wir hören uns gleich.
Entschuldigung, das war vielleicht ein bisschen unappetitlich. Aber mir ist zwischendurch aufgefallen, hey, da ist ja gar kein Ei drin. Es gibt keinen Grund, warum man diesen Teig nicht einfach vorverkosten sollte. Und, gut, aber wie kann es anders sein? Es ist Zucker, es ist Mehl, es ist Banane, ein bisschen Sojadrink. Da ist nichts Schlechtes drin, dementsprechend muss es ja eigentlich schon ganz geil schmecken. Was jetzt noch rein muss, ist ein Teelöffel Vanilleextrakt für den Geschmack. Machen wir nicht mit Löffel, machen wir so. Ja. Und jetzt halt die Walnüsse. Das klingt auch sehr fein. Das klingt auch sehr fein, DJ. Wie gesagt, bei mir wird es heute bloß süßes Abendessen geben. So, an der Stelle, ich werde einmal schnell die Walnüsse abwiegen, schlicht und ergreifend, weil ich sehr schlecht darin bin. Es sind eh bloß 40 Gramm, die ich da brauche. Ja, so 43 passt auch. Das heißt, ich kann hier noch eine Walnuss essen. Da. Da. Nach da müssen wir. Ich würde es tatsächlich an der Stelle auch gar nicht zu fein hacken. Das reicht, glaube ich, schon, wenn man es noch mit einmal so ein bisschen durchdingst. Ja, aber die Sache ist ja die, also dadurch, dass es dann noch mit Käse überbacken ist, im Zweifelsfall als Nudelauflauf, ist es eh schon mal geil. Und Nudeln mit Tomatensauce sind halt alleine schon King. Ich bin so dumm. Das brauchen wir jetzt nicht klippen. Irgendwie schaffe ich es, mir gerade ständig hier so auf die Lippe zu beißen. Und wenn ich da einmal irgendwie halt so eine offene Stelle habe, dann ist halt sehr, sehr unangenehm jedes Mal wieder das draufbeißen. Ja. Diät fangen wir dann demnächst an. So, wo habe ich denn die Gabel hingetan? Da habe ich die Gabel hingetan. Obwohl, nee, mache ich auch nochmal mit dem Handrührgerät. Aber damit haben wir dann da quasi auch alles drin, was rein muss. Wir müssen dann halt bloß, wie gesagt, nochmal den Karottenkuchen ein bisschen zu Ende retten. Ja, das schaffst du. Ich sag's euch, ich habe so unnormal Lust auf dieses Bananenbrot gerade. So, okay, Bananenbrot ist fertig. Das heißt, wir kippen auch das erstmal in eine so Brotkastenform. Ey, da ist halt nichts drin, was irgendwie scheiße ist. Da ist alles nur lecker. Also man muss halt Bananen mögen. Aber gut, das ist bei einem Rezept, das Bananenbrot heißt, irgendwie auch sehr, sehr naheliegend. Und ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben bisher nur sehr wenige Leute getroffen, die keine Bananen mögen.
Die hassen sie dafür aber dann auch ganz speziell. Grüße geht raus an die Familie Schinninger. Wo wirklich gefühlt alle Geschwister Bananen bis aufs Blut hassen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich finde Bananen super. Ansonsten würde ich das hier ja gerade gar nicht machen. So, aber das heißt, meine Lieben, begebt euch in die Nähe der Empfangsgeräte. Wir fangen gleich an mit dem Teil, auf den die Leute, die dieses Format schon länger verfolgen, nur warten. Das Revealen der Zutaten und das Zuteilen der Zutaten. Das wird wieder ein Weilchen dauern. Aber dafür ist, glaube ich, danach die Vorbereitung relativ schnell. Weil dadurch, dass es alles irgendwie dann nochmal 50 Minuten in den Ofen kommt, müssen wir, glaube ich, die wenigsten Sachen wesentlich mehr vorbereiten, als vielleicht nochmal ein bisschen schnibbeln. Yes! Bin gespannt, wie sehr das noch aufgeht. So, sehr gut. Das haben wir. Wie gesagt, beim Carrot Cake habe ich bisher noch ein bisschen verkackt. Da habe ich zwei Zutaten vergessen. Das Gute ist, dass der so in sich selbst stabil ist, dass ich ihn nochmal aus der Form wieder rauskriege. So dass wir da jetzt nochmal das Weinstein-Backpulver einfach einmischen können, dass das auch gut backpulvert. Und jetzt muss ich halt wirklich nochmal das Zimtpulver finden. Irgendwo ist es. Ich weiß, ich habe es gekauft, weil ich nicht mehr genau wusste, ob ich noch Zimtpulver da habe. Aber ich glaube, ansonsten habe ich auch noch Zimtpulver da. Aber ich weiß halt nicht, wo ich es hingestellt habe. Ah. Wo könnte es sonst sein? Es liegt am Boden. Liegt am Boden. So, wie viel brauchen wir davon? Zimtpulver. Ein Teelöffel. Machen wir auch nach Gefühl. Das. Ich stehe ja auch ein bisschen auf Zimt, muss ich zugeben. So, wie gesagt, dann mache ich euch nochmal kurz aus, aber dann sind wir tatsächlich mit dem. So, gut. Und dann sind jetzt wirklich alle Zutaten, die in den Karottenkuchen gehören, wirklich auch drin. So, okay. Seid ihr fertig? Und dann beginnen wir nämlich das große Glücksspiel. Schauen, dass man das jetzt irgendwie in 20 Minuten oder so gut hin. 20 Minuten, eine halbe Stunde ganz gut hinkriegen. Bisher große Empfehlung. Ich kann danach gerne irgendwie die beiden Rezepte auch nochmal mit in den Rezepte-Thread im Discord geben. Bisher bin ich sehr überzeugt von denen. Wenn die Zusatzsachen drin sind, dann vielleicht nicht mehr. Aber bis dahin auf jeden Fall. Ich werde einmal schnell meine Hand waschen.
Aber in der Zwischenzeit gehe ich schon mal aufs Glücksrad, sodass ihr ein bisschen selbst lesen könnt, bis es soweit ist. Wie gesagt, ich bin einmal noch schnell Hände waschen. Und ich muss noch ein Feld hier wegmachen. So, passt. Sagt, lest schon mal fleißig, überlegt euch, was ihr gerne wohl hättet, und dann fangen wir gleich an zu drehen. Kann man eigentlich einen Ofen zu lange? Kann man eigentlich einen Ofen zu lange vorheizen? Ich hoffe nicht, weil ich glaube, der heizt jetzt schon eine Stunde oder so vor. Aber dafür ist er dann halt heiß, wenn es soweit ist. Gut. Gut, meine Lieben. Punchbolt, wie schaut's aus? Bist du bereit? Ich gehe einmal im Schnelldurchlauf durch, was es alles gibt. Natürlich Karotten gibt es nochmal zusätzlich. Noch mehr Karotten in Karottenkuchen wäre ein bisschen langweilig, aber grundsätzlich geht das. Zitrone haben wir natürlich, wir haben Weintrauben, wir haben Rotkraut, stelle ich mir recht spannend vor. Käse an der Stelle heißt nicht irgendwie einfach ein Block Käse, sondern der Plan ist, wenn Käse gedingst wird, dass wir dann nach 40 Minuten, also 50 Minuten sollen die Kuchen drin sein, nach 40 Minuten auf den Teil, der den Käse kriegt, dann halt quasi eine Glasur aus Käse quasi überbacken. War meine Idee, was den Käse angeht. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, ob das geil wird. So, dann Chilis. Klassisch. Wir können dann nachher irgendwie auch noch schauen, welche Farbe wir von den Chilis nehmen. Ingwer hatte ich noch über. Kapern. Ich hoffe, sie werden nicht gedreht. Aber die Kapern müssen mich halt stetig irgendwie weiter begleiten. Dann Kinder Bueno kann ich mir auch super geil vorstellen. Also Kinder Bueno dann einfach da reinstecken, irgendwie über diese Zeit mit die Schokolade irgendwie weg schmilzen lassen. Vielen Dank für den Raid, Xena. Kinder Bueno, dann hat man irgendwie die Waffel noch drin, dann hat man diese geile Creme da drin, das kann eigentlich nur geil sein. Dann Haribo Cola Flaschen. Genau. Also sind in dem Fall nicht die ganz normalen. Hey ihr, wie war der Lesestream? Sind in dem Fall die Haribo Happy Cola sauer. Also es sind noch nicht mal die normalen, sondern sind die mit dem lustigen Zucker drauf und saurem Geschmack. So, Haribo Cola Flaschen sind dabei. Zucchini. Das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr easy vor und kann einfach sehr, sehr geil sein. Noch ein bisschen Zucchini-Zeugs drin zu haben. Ja, Apfel auch easy. Peanut Butter Cups. Ciao. Viel Spaß beim Aufräumen. So, dann Fenchel. Fenchel ist eine Möglichkeit. Patros ist Schafskäse, glaube ich. Ist es Schafskäse oder ist es Feta? Eine von denen etwas so Käse in Salzlake gedöns. Kidneybohnen könnten rein. Fruchtzwerge. Fruchtzwerge gibt es drei unterschiedliche Geschmacksrichtungen, aber wenn die gedreht werden, dann schauen wir uns an, welche wir reintun. Kokosflocken, Mais, gekochtes Ei, Brezeln. Das stelle ich mir tatsächlich auch einfach geil vor. So. Brezeln quasi. Und also ich weiß nicht genau, ob ihr irgendwie sowas wie Sallys Welt ab und zu mal verfolgt oder so, aber es gibt ja eine ganze Menge an auch so Kuchenrezepten, wo man im Zweifelsfall so als salzige Gegennote Brezeln oder Salzstangen oder sowas mit einbacken kann. Von daher Brezeln halte ich viel von. Zwiebel ist auch eher wieder ein spannendes Experiment. Knoblauch, Chili. Die habe ich auch noch von neulich. Habe ich dann nicht angebrochen. Dementsprechend sind sie noch da. Von daher können wir sie heute verballern. Kimchi ist scharf eingelegter Kohl aus Korea. Ist tatsächlich zusammen mit Chaveres, die ja derzeit nicht so aktiv ist, aber grundsätzlich kennt der ein oder andere sie mit Sicherheit irgendwie vom Namen her oder halt auch irgendwie auch vom Rumhängen. Die machen häufiger Kimchi und ich habe auch selbst mit an dem Kimchi herum eingelegt. Wie gesagt, es ist so scharf eingelegter Kohl. Von daher auch ein ziemlicher Stretch.
Kakao. Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe noch Potato Wedges im Tiefkühler. Von daher, warum nicht? Warum nicht? Und das ist alles, was heute auf dem Glücksrad ist. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so viel wie letztes Mal. Aber ich glaube, dass das auch okay ist. Und ich würde sagen, damit starten wir das erste Mal und schauen, was wir als erstes verteilen. Dieses Mal ist tatsächlich so, wie gesagt, dass dadurch, dass das Bananenbrot eine größere Form hat, dementsprechend gibt es da drei Teile, die belegt werden. Beim Karottenkuchen gibt es zwei Teile. Und als erstes wird die Knoblauch-Chili hat gewonnen. Die Knoblauch-Chili hat gewonnen. Wo soll die Knoblauch-Chili hin? Ich habe Angst. Und ich habe gerade dadurch, dass ich, als ich den Kimchi geholt habe, mich selbst ein bisschen mit der Marinade quasi angetropft habe und das abgeleckt habe, jetzt gerade so ein bisschen Kimchi-Geschmack im Mund. Das ist sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird mit dem Dingens. So. DJ ist für KK1. Es gibt aber auch eine Chat-Abstimmung. Kein Problem. Kein Problem. Wir können es ja ein bisschen upspeeden, indem irgendwie während die Abstimmung noch läuft, ich im Zweifelsfall schon das nächste drehe. Das ist sehr löblich, DJ, das ist sehr löblich. So, genau. Ich werde, glaube ich, einfach schon mal irgendwie das nächste erdrehen. Wie immer schmeißen wir einmal schnell das Ding raus. Verstecke oder, das ist Lösche, oder? Verstecken reicht. Okay, Karottencake 1. Ich schreibe es einmal schnell mit rein, damit wir es später nicht vergessen, wenn wir es dann ausprobieren. Karottencake 1 ist der Palatschinken 4. So. Ich habe ein bisschen Angst davor. Gebe ich zu, Chili Knoblauch. Und ich glaube, heute, also ich drehe schon mal, aber ich werde halt parallel dazu das irgendwie dann schon jeweils umsetzen. Das zweite ist direkt Ingwer. Okay, es wird spannend. Ich hau mal 3 oder so rein. Ja, obwohl, ich glaube, ein vierter passt auch noch. So, okay. Das haben wir drin. Schmeckt also... Ist tatsächlich, finde ich, so geschmacklich relativ ähnlich eingelegt wie Kimchi. So. Das heißt, Ingwer... Einmal schnell holen. Brauch auch noch schnell eine. Einen Löffel, um den zu schälen. Obwohl es wahrscheinlich reicht, so ein kleiner. Zwei so kleine reichen. Ja, okay, dann machen wir es ohne Löffel, sondern schneiden da direkt. Rübe 2. Was ist Rübe 2? Achso, Rübe 2. Ja, passt. Habe ich verstanden. Ich habe das Gefühl, ihr wollt den Karottenkuchen kaputt machen. So, ich starte schon das nächste. Ich versuche das tatsächlich ein bisschen nebenher direkt einmal alles fertig zu machen. Werd aber wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein als ihr. Aber ich hoffe, dass das okay ist. Vielen Dank an der Stelle an alle Leute, die sich an den Sachen beteiligen. Was ja, glaube ich, eh bloß ein Bruchteil ist, aber der 1000 Leute, die gerade zuschauen. Aber sehr, sehr schön. So. For the internationals at this point, a little bit of translation. What we're doing at the moment is simply like on the wheel of crazy ingredients to Zucchini. Zucchini ist das nächste. Das ist, glaube ich, ein easy Ding.
kann von mir aus überall rein. Das macht nichts kaputt. We are like randomly selecting stuff on the wheel of strange ingredients. And then you can vote as a chat where to put it in. So, Ingwer ist. Zucchini ist tatsächlich das nächste. Shit, ich muss es ja auch noch da eintragen. So, das ist jetzt Ingwer. Zu viele Sachen zur selben Zeit. Die Frage ist ein bisschen, was wir dann die Zeit machen, wo der Kuchen einfach nur im Ofen ist. So. Ist ein bisschen schwierig, sinnvoll einzugraben, den ganzen Mist. So, Ingwer ist drin. Zucchini. Hast du eine neue Variante, was du als Moderator machen kannst, gefunden, Punchbolt? Die Ankündigung. Shawarma 1 oder Krötenkuchen 1? Okay, da gibt es jetzt ein Ungleichgewicht. Viel. Oder sollen wir es einfach in beides tun? Ach, wir tun es in beides. So. Das heißt, es kommt sowohl hier in den Bananen, ins Bananenbrot. Bin gespannt, wie durch das dann sein wird, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Und da in die 1 kommt es auch noch mit rein. Ja. Also wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, mit Zucchini kann man halt nicht sonderlich viel kaputt machen. Von daher passt das ganz gut. Okay, das war ein großes Stück Zucchini. So, vielleicht hole ich an der Stelle einmal... Achso, nee, ihr seht das gar nicht. Von daher ist wurscht. So, okay. Zucchini ist ausgeblendet. Zwischendurch im Ansetzen aufräumen. Oh nein! Soll doch auch mal was Cooles kommen. Aber DJ, Zucchini ist kein Schund. Zucchini ist, glaube ich, auch im Bananenbrot okay. Kimchi wird schwierig. Ich bin dafür, dass wir als Community voten, dass Kimchi irgendwie hinten angestellt wird, dadurch, dass die Chili-Dinger, Chili-Knoblauch schon irgendwie jetzt gerade am Start sind. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade irgendwie mit Chili-Ingwer, mit Chili-Knoblauch und Ingwer und so halt irgendwie sehr viel in derselben Richtung unterwegs sind, von daher... Im Zweifelsfall das jetzt einmal raus tun und stattdessen einfach direkt nochmal. Ja, nein, wir machen es eh. Wir machen eh auch Kimchi irgendwo rein. Schauen wir mal, wo es insgesamt... Nochmal, okay, das war ein Fehler von mir. Ich habe irgendwann nicht nochmal ausgeblendet. Gerade so ein Massaker, wenn ich das hier öffne. Wie steht ihr eigentlich zu Kimchi? Beziehungsweise wer von euch kennt Kimchi und hat Kimchi schon mal gegessen? Bei mir ist es sehr tagesformabhängig, aber es gibt halt schon einige Leute, die sehr, sehr, sehr darauf abfahren.
Hat jemand was dagegen, dass wir an der Stelle die Kimchi-Sache einfach ignorieren? Der rede jetzt oder möge für immer schweigen. Ich habe ein bisschen Hemmungen, jetzt irgendwie sowas ganz Arges in das Bananenbrot zu tun. Ich muss zwischendurch auf jeden Fall jetzt auch nochmal kurz Hände waschen. Du hast was dagegen, Pascal? Oder du bist dafür, dass wir es nicht machen? Eieiei. So, ich kann euch zwischendurch... Bowtie Fighter Bot. Sehr, sehr gute Frage zwischendrin. So, ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, die 1 da. Kimchi raus. Okay, Kimchi raus passt gut. Ich muss nochmal, ein bisschen was nachtragen, aber das ist halt mit den eingesauten Händen manchmal ein bisschen schwierig. So. Zucchini da rein. Aber das heißt, ich werde hier mal das nächste drehen und währenddessen halt hier die Sachen eintragen. Gekochtes Ei. Gekochtes Ei sehe ich auch eher als easy. Also ist jetzt wahrscheinlich nichts, was irgendwie alles viel, viel besser macht, aber es ist halt auch nichts, was irgendwas zerstört, glaube ich. Nee, tatsächlich, ich glaube, die Auswahl ist ganz okay. Wir haben bloß sehr, sehr großes Glücksradpech. Wenn jetzt irgendwie schon mal Kinder Bueno dran gewesen wäre, oder Apfel, oder Zitrone, oder Weintraube, wäre das alles... Ich will auch Kinder Bueno. Das Ei können wir auch schon mal verstecken. DJ ist heute im Revolutionärmodus. Cheers! Aber wie gesagt, Ei finde ich unproblematisch. Kokosflocken kann ich mir auch gut vorstellen. So, im Möhrenkuchen 2. Ja, ihr habt noch ein bisschen Angst davor, den Bananen, das Bananenbrot anzubatzen. Ei. So, Ei haben wir starten und ich hau mal das Ei schnell hier rein. Ist ja an der Stelle auch nicht so schlimm, wenn es ein bisschen überlappt. Ich finde übrigens, bisher ist der Karottenkuchen prädestinierter dafür, dass da im Zweifelsfall Käse draufkommt. So, da haben wir die sauren Cola-Flaschen. So. Ei ist drinne. Und da ist noch ein bisschen... Guter Karottenkuchen. So, Haribo Gold Cola Flaschen kann ich auch schon mal verstecken, dann wahrscheinlich. Ich hole sie schon mal vor. Ich
Ich würde sagen, dass wir in jedes Stück nicht mehr als 3 Sachen reinmachen. Also wenn es rein nach Wünschen geht, wäre ich ein bisschen dafür, dass wir jetzt noch Kinder Bueno drehen, Peanut Butter Cups, Potato Wedges, Kakao und Fruchtzwerg. Und das kann und vielleicht Weintrauben. Und das kann fast und dann noch Käse. Käse kann dann noch auf den Karottenkuchen irgendwo drauf. Der Rest alles ins Bananenbrot. Und das ist, glaube ich, alles sehr, sehr gut machbar. So. Ja, wichtige Frage zum Zwischendurchdiskutieren, meine Lieben. Wenn es um diese Haribo-Cola-Flaschen geht. Die mit Zuckerbesatz oder ohne Zuckerbesatz? Zitrone, Kapern und Rotkraut möchtest du noch? Die sauren gibt es halt zum Beispiel mit extra Zucker drauf. Und ich glaube, es gibt sie auch in nicht sauer mit extra Zucker drauf. Brunane 2. Okay. Was ich da wieder spannend finde, ist, wie viel von dem Gummizeug tatsächlich irgendwie nachher noch zu sehen sein wird, wahrscheinlich sehr wenig. So, 5 reingesteckt. Chili. Pascal, nur für dich. Du hast dir Chili gewünscht, wir haben Chili. Ich schneide eine von den Orangenen an. Fenchel, Zwiebeln und Weintrauben könnte ich mir auch gut zusammen vorstellen. Das Ganze, also das Problem ist nicht so sehr irgendwie das zusammen, sondern halt eher, wie es dann in einem Kuchen quasi zusammen ist. So. So, das reicht schon. Jetzt so ein bisschen kleiner. Zwischenzeit kann ich dann auch mal hier wieder nachtragen. Banane 2 hat inzwischen noch Cola-Flaschen. Die Chili. Die bringt schon ganz ordentlich Schärfe mit. Zuerst tut nur die Zunge ein bisschen weh und plötzlich steht... Es ist schon eher so, also es ist nicht super, super, super heftig. Es ist nicht so, dass du denkst, hey, ich sterbe gleich. Aber es ist schon so, dass der ganze Mund ein bisschen in Flammen steht. So, von daher reicht das okay. Ab in die Platane 1. So, Chili tun wir raus, starten neu. Ich gebe das da schnell ein, dann tue ich es rein. Wie gesagt, diesmal bin ich dabei, einen Fehler nicht zu machen, den ich sonst gemacht habe. Ich mache nicht das ganze Backwerk kaputt, sondern halt nur einen Teil davon. Es bleibt auch jeweils ein Teil komplett jungfräulich. Seite damit.
So, was haben wir? Weintrauben. Ach, Weintrauben. Weintrauben stelle ich mir auch easy vor. Die Frage ist ein bisschen, was passiert mit Weintrauben, wenn man sie 50 Minuten lang backt? Aber davon abgesehen... reicht schon. Okay, Pascal ist dafür, dass die Weintraube in B2 kommt. Aber Rosinen im Backwerk sind keine guten Dinge. Aber vielleicht, wenn sie frisch gemacht sind, sind sie besser als sonst. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, ich schaue schon mal. Ja, gut, das ist ein relativ klares Ding. Von daher kann ich das auch jetzt dann schon mal reintun in die 2. Und wir drehen erneut. So. 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 Ja, das habe ich gesagt. Und da stehe ich auch dazu. Rosinen alleine sind okay. Rosinen im Kaiserschmarrn oder im Apfelstrudel oder so sind nicht notwendig. Apfel. Ja, es klingt gerade ein bisschen, wenn man irgendwie das Ganze thematisch ein bisschen machen möchte, dass das vielleicht auch noch was für B2 ist. So. Ich glaube, so funktioniert das nicht, Punchbowl. So, während ihr über die Äpfel abstimmt, gehe ich mal kurz auf diese Kamera, um einen aktuellen Einblick zu geben, wie denn irgendwie die Kuchen derzeit ausschauen. So, der Karottenkuchen mit der 2 mit Ei und Ingwer. Ingwer sieht man natürlich kaum. Ei sieht man schon recht deutlich. Da drüben dann Zucchini und Chili-Knoblauch. Und hier das Bananenbrot. Da an der Stelle mit Cola-Flaschen und Weintrauben. Und dahinter dann halt Zucchini und Chili. Ich finde, bisher, es schaut halt alles noch recht ästhetisch aus. So. Wie gesagt, ich finde Apfel auch unproblematisch. Ich bin aber eigentlich dafür, einfach weil ich dafür bin, dass es langsam in den Ofen geht, dass wir an der Stelle jetzt vielleicht die Sache mit dem Rad lassen und stattdessen wir uns irgendwie für Banane C, jo, passt gut, für Banane C einfach noch selbst was aussuchen, weil offensichtlich gibt es sowohl mich als auch mindestens eine Person im Chat, die gerne möchte, dass der Kinder Bueno verbaut wird. Von daher, warum sollen wir es dann nicht einfach tun? Und im Prinzip, ich finde, alle Leute, die sich jetzt gerade bemüßigt fühlen, irgendwie aktiv im Chat zu sein, können sich halt noch eine Sache wünschen, die verbaut wird.
Ja. Peanut Butter Cup bin ich auch dafür. Wie gesagt, ich bin dafür, dass jeder irgendwie, das wäre jetzt gerade so rein nach Augenmaß, wären das DJ, wäre das Punchbolt, wäre das Pascal. Wenn jetzt gerade irgendwer noch aktiv genug zuhört, könnt ihr euch auch jeweils irgendwie noch eine Sache wünschen, die wir dann verbauen. Eine Sache wünscht ihr euch, die wir verbauen. So, Peanut Butter Cups hat Punchbolt sich gewünscht. Kinder Bueno hat sich vorhin schon DJ gewünscht. Peanut Brezel Cups finde ich auch eine sehr, sehr gute Variante. Machen wir, oder? Peanut Brezel Cups. Und was ich mir dann noch wünsche, ist Käse. Und zwar, ich glaube, auf Karottenkuchen 1. So. Jo, machen wir. Ich schreibe es einmal kurz auf, damit wir uns nachher auch noch dran erinnern. Peanut Brezel Bueno. Oder? Obwohl, es ist vielleicht ein bisschen arg viel. Aber schon, machen wir. Wie gesagt, ich wünsche mir auf KK1 wünsche ich mir noch Käse. Einfach nur, weil ich es ausprobieren möchte. So, meine Lieben, dann machen wir das und dann tun wir das Ganze in den Ofen und dann haben wir halt einfach nochmal 50 Minuten Zeit. So, ein Bueno, zwei Bueno. Seht ihr das gerade überhaupt? Nee, oder? Ja. Nee. Ich zeig's euch gleich dann nochmal in der Großaufnahme. Okay, den Peanut Butter Cup müssen wir zerschneiden. So als Ganzes passt der nicht rein, finde ich. So. 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 Und jetzt noch Brezel. Das kann ja eigentlich fast nur geil sein, oder? Passt. Sind wir zufrieden? Ah, ich sehe gerade, ich habe da noch vergessen, Weintrauben dazu zu schreiben. So, dass in jedem auch mindestens zwei Sachen drin sind. So, weil dann würde ich sagen, wir tun das jetzt alles einfach mal in den Ofen. Da muss es jetzt 50 Minuten backen. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen quatschen, beziehungsweise ein bisschen aufräumen. Hi. Also dementsprechend, ich würde anpeilen, dass wir um 10 die Verkostung machen, um 10 vor 10. Hoppala. Um 10 vor 10 gehe ich an den Karottenkuchen nochmal ran, um Käse drüber zu streuen, über den Part 1. Ich bin gespannt, wie seht ihr? Auf welchen Teil seid ihr am gespanntesten? Also so im Sinne von echt geilem Gaumenschmaus bin ich auf Banane C am gespanntesten.
Spannend. Passt gut, Pascal. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. So. Aber eigentlich kann ja mit Banane 10 nicht so richtig viel schief gehen, oder? Das kann eigentlich nur geil sein. Ich befürchte ja fast, dass aufgrund der langen Wartezeit das erste Mal in der Geschichte dieses Formates eventuell ich nicht danach irgendwie ins Bett falle und mir denke, ey Scheiße, es ist alles so unaufgeräumt. Sondern vielleicht schaffen wir es diesmal sogar noch ein bisschen, also schaffe ich es diesmal irgendwie davor tatsächlich noch ein bisschen aufzuräumen. Erstmal wird jetzt noch irgendwie der eine oder andere Kleinscheiß einfach weggesnackt. Also spätestens in einer halben Stunde können wir halt auch einmal uns mit der Handkamera irgendwie nach drüben begeben, um da uns einmal anzuschauen, was da gerade im Ofen abgeht. Aber bis dahin können wir hier, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen aufräumen. Ich bringe einmal schnell den Mist weg. Was ich mir ein bisschen als Frage stelle, ist, was wir halt, wie gesagt, in der Zwischenzeit machen. Die Sachen, die in die Kühlung kommen, muss ich auf jeden Fall in die Kühlung tun. Aber darüber hinaus habe ich halt wenig Plan, muss ich zugeben. Wenig Plan dafür, was wir in der Zwischenzeit machen. Bisschen sauber machen, aber das ist halt alles gar nicht so unendlich spannend, was jetzt irgendwie weiter passiert. Von daher, vielleicht können wir es ein bisschen als kleines Just Chatting irgendwie aufziehen, wo wir gemeinsam gespannt darauf warten, was da insgesamt aus dem großen Experiment kommt. Und wir unterhalten uns währenddessen über das Potenzial von den verschiedenen Sachen, die da dabei sind. Also die auch hätten noch gedreht werden können, beziehungsweise die gedreht wurden. Ich würde einmal schnell das Glücksrad zurücksetzen, sodass jetzt wieder alles drauf ist. Was könnt ihr euch vorstellen, dass so gar nicht funktionieren würde? Eine Sache, wo ich sehr skeptisch bin, aber es heißt halt, entweder wird es super, super geil oder wird echt eklig, wäre halt Fenchel in einen der beiden Kuchen einzubauen. Aber es könnte halt tatsächlich auch funktionieren, finde ich. Aber ich weiß halt auch nicht genau. So, okay. Bevor ich jetzt weiterquatsche, bringe ich einmal den Mist auf jeden Fall weg. Wir sehen uns gleich wieder. Das könnte sein, aber also hätte ich nicht so viel Schiss gehabt, einfach weil es sind da 50 Minuten, die Sachen backen. Und Potato Wedges mischen gar nicht so lange in den Ofen. Klar, also jetzt gerade ist der Ofen so auf 160 Grad. Aber von daher, ich glaube, das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte es tatsächlich spannend gefunden, was da passiert. An der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch Chatties, dass ihr so kompromissbereit wart, was den Kimchi angeht.
Na, wenn dann gefühlt irgendwie die dritte scharfe Sache irgendwie reinkommt, wird es halt irgendwann. Hä? Das stimmt natürlich. Ja, da müsste man vielleicht mal eine Versuchsreihe machen. Demnächst mal Kimchi-Party machen. Weil ihr habt es gesehen, ihr habt noch das ganze Ding voll. Oder ziemlich voll. Aber ich esse halt so selten Kimchi einfach mal so. Was jetzt zum Beispiel Katrin für den Fall, dass sie das hier nachschaut, mit Sicherheit nicht verstehen wird, dass ich das so mache. Aber ich habe Kimchi halt schon ganz gerne, aber wenn dann halt eher im Zusammenhang einer ganzen Mahlzeit und weniger als Snacky-Snackeres zwischendrin. Gibt es noch irgendwas von den Was ich mir gerade denke, so in Eigenregie, was ich vielleicht, wenn ich dann eh irgendwie mit dem Käse noch mal ein bisschen irgendwie da rumflunsche, vielleicht auch noch machen werde, ist, dass ich irgendein Stück random mit Kokosflocken bestreue. Aber ich glaube, das kann halt auch nicht viel kaputt machen. Vielleicht schon. Und mit eines der spannendsten Experimente. Jetzt gar nicht mal so sehr geschmacklich, aber wo ich einfach nicht genau weiß, wie es funktionieren würde, wäre tatsächlich der Fruchtzwerg gewesen. Wie gesagt, ich habe halt null Ahnung, was mit einem Fruchtzwerg passiert, wenn man ihn irgendwie ewig im Ofen hat und wie er sich dann verteilt. Aber gut, wir werden es erstmal auf jeden Fall nicht rausfinden. So, das räume ich dann auch schon mal weg. Zwischendurch werden wir noch mal ein paar Weintrauben essen. Was ich mir auch noch gedacht habe, wenn ihr Lust habt, weiß ich, mache das derzeit sehr, sehr selten, aber ja auch mit Absicht. Aber ich finde, an Tagen wie heute könnte man noch mal irgendwie einen kurzen Bribe irgendwie einschieben, irgendwie einen kurzen Song auf der Gitarre. Hier und da müssen das die Nachbarn auch aushalten können. Beziehungsweise, ich habe ja neulich gerade mal auf Instagram gefragt, ob es nicht mal wieder Zeit ist für ein Lagerfeuer-Gitarren-Stream. Und habe da schon ein paar definitive Ja's gekriegt. Na, von daher, ich werde da, glaube ich, demnächst irgendwann mal wieder einen tatsächlich ganzen Abend machen. Und wie gesagt, auch da müssen die Nachbarn dann einmal durch. Aber es ist ja keine Dauerbeschallung, sondern es ist halt einmal geballt vor 22 Uhr für ein paar Stunden. Hab überlegt, ob ich dann eventuell irgendwie dann nochmal quasi von Tür zu Tür in der Wohnung, im Haus gehe, aber auf der anderen Seite nö. Nö. Machen das einfach so. Aber gut. Insgesamt ist ja derzeit so, habe ich vorhin schon mal bisschen darüber geredet, dass ich irgendwie derzeit halt schon wieder so ein bisschen in so, hey, lass mal coole Sachen, coole Streams machen. Irgendwie gehe, wo dann trotzdem ganz, ganz viel nicht passiert, weil da doch irgendwie die enthusiastische Energie ein bisschen nicht reicht. Aber im Prinzip finde ich es gerade ganz cool, wenn dann dieser Donnerstag halt dieser Event-Stream ist. Nächsten Donnerstag ich im Zweifelsfall entweder ein auf etwas mit oder halt diesen drei Spiele und danach voten wir, welches irgendwie in ein längeres Let's Play geht oder so mache. Und ja,
muss damit mal ein bisschen in die Puschen kommen, aber ich hätte eigentlich das schon gern irgendwie so alle 3 Wochen, alle jeden Monat irgendwie einmal auf etwas mitzumachen, wäre schon cool. So ähnlich wie, was mir jetzt irgendwie heute aufgefallen ist, so ähnlich wie der Rhythmus halt bei diesen Kochstreams ja auch ist. Also im Prinzip habe ich vor fast einem Monat das letzte Mal einen Kochstream gemacht. Von daher geht da, glaube ich, einiges. So, ich bringe jetzt mal die Fruchtzwerge weg. Eigentlich wäre es auch noch Zeit für alle Leute, die jetzt gerade irgendwie ein paar Punkte über haben. Der perfekte Zeitpunkt, um mich nochmal irgendwie in 1 oder 2 1-Minuten-Workouts zu schicken. Tut mir gut bei dem ganzen Genasche, was jetzt hier die ganze Zeit irgendwie geht. Passiert ein bisschen was im Stream. Von daher eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Situation. Aber erstmal bringe ich die Fruchtzwerge weg. Mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einmal kurz irgendwie reinzuschauen in den Ofen. Also von daher, vielleicht nehme ich euch jetzt gleich einfach mal kurz mit. Was da vielleicht ganz gut wäre, das muss ich mal schauen, ob ich das hinbringe, dass ich quasi von der Selfie-Kamera hingehe auf die nach vorne Schaukamera. Sobald man am Handy ist, muss man immer schnell auch irgendwie Nachrichten beantworten und so. Ah, immer dasselbe. Immer dasselbe. So, halt mal. Wie mache ich denn das jetzt hier, dass ich... Das geht auch bestimmt irgendwie, dass ich das jetzt hier umdrehe. Nee, Anti-Flicker ist es nicht. Polar Lock. Nee. Okay. Gut, nee, dann muss ich schauen, wie ich das irgendwie so für euch hinkriege. Aber wir gehen einmal schnell oben nach drüben schauen. Dass ihr einen Blick drauf habt, wie geil diese beiden Kuchen gerade aufgehen. Weil das ist... Also wahrscheinlich muss ich eher so, damit ich bei euch nicht irgendwie angeschrägt bin. So, okay. Und mir fällt auf, es wäre noch sinnvoller, wenn ich darüber gehe. Und so rum. So rum, so rum. So rum machen wir das. Damit ihr mich besser hört. So, wir schauen einmal kurz rein. Und wie gesagt, diese Kuchen gehen auf wie die Weltmeister. Da hinten ist es fröhlich am Schmelzen. Ah, ich glaube schon, dass das ein Fest wird. Das wird ein Fest. Bin sehr gespannt nachher auf das Probieren. Bis dahin, wie gesagt, machen wir hier noch ein bisschen klar Schiff. Und werde ich euch weiterhin ein bisschen irgendwie zulappen mit allem, was mir gerade so durch den Kopf geht. Aber ich hoffe, dass das okay ist. Cheers, meine Lieben. Das muss ich echt mal ein bisschen üben. Es gibt ja Leute, so richtige Influencer, die total gut drin sind, mit ihrem Handy zu reden und dann... Oh, ich spreche euch an. So, ich nicht so. Ich nicht so.
bin ich ständig abgelenkt davon, dass da drüben auch nochmal dasselbe Bild ist wie da. Von daher Profil, Augen, Profil, Augen. So, ich sehe gerade, dass ich hier aus dem Bild irgendwie Carrot Cake 3 noch nicht rausgenommen habe. Dann machen wir das noch einmal schnell. Und schauen nochmal schnell, was jetzt hier irgendwie weggeräumt gehört. Der Patros sollte auf jeden Fall weg und in die Kühlung. Bei den anderen Sachen ist ein bisschen weniger wild. Genau, hat man der Käse, aber den brauchen wir nachher noch. Ja, na komm, wir gehen mal wieder zurück auf. Auf hier. Aber habt ihr Lust auf irgendwie einen Song auf der Gitarre? Oder habt ihr eher weniger Lust? Wäre auch okay. So, in der Zwischenzeit haue ich noch ein bisschen Sachen weg. Beziehungsweise wir können natürlich auch die Zeit, die wir jetzt hier zwischendrin noch haben, ein bisschen mit den Leuten, die noch da sind, für eine Feedback-Schleife nutzen. Was könnte man in so Backzeit so richtig gut machen, screentechnisch? Weil irgendwie aufräumen ist jetzt eher so mittelmäßig spannend. Sollte man sich einfach irgendwie just chatting-mäßig noch irgendwelche ganz anderen Themen nehmen? Sollte man sich für die Zeit quasi irgendwie noch einen Zwischendisch zurecht basteln, dass man in der Zwischenzeit herstellen und verkosten kann. Also irgendwie einen Salat oder so. Weil ich meine, das ist ja teilweise bei Kochstreams auch schon ein Ding. Allerdings passiert halt beim Kochen definitiv mehr in der einfach bloß irgendwie Einkochzeit als in einem Backstream. Backstream hat halt einfach die längeren reinen Wartezeiten. Von daher, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, immer her damit. Bin da derzeit ein bisschen ratlos, hätte mir da aber definitiv heute auch schon davor vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen sollen. Habe ich aber nicht. Dementsprechend, cheers, meine Lieben. Muss auch so gehen. So. Ich habe ein bisschen Angst vor der Verkostung. Ich könnte schon einen Teller für die Verkostung holen, aber die Verkostung dauert halt trotzdem noch eine halbe Stunde, bis die losgeht. Von daher ein bisschen Zeit ist ja noch. So, die haben wir heute gar nicht gebraucht. Wahrscheinlich nicht so schlecht. Ich verderbe mir noch ein bisschen den Appetit mit noch ein paar mehr Walnüssen und Weintrauben. Demnächst mal wieder mir Erdnussbutter besorgen, weil wenn ich jetzt gerade Chilis da habe, ist ja tatsächlich eins der simpelsten, aber auch geilsten Rezepte, wie ich finde, quasi eine Erdnusssuppe, was eigentlich eine Erdnussbuttersuppe ist, was halt tatsächlich eigentlich vor allem einfach, je nachdem, ob man es mag, halt Zwiebeln anbraten und dazu halt irgendwie Chilis anbraten, das Ganze dann halt dann erst quasi irgendwie Erdnussbutter rauf, irgendwie schmelzen und dann mit Brühe ablöschen, das Ganze irgendwie gut verrühren und irgendwie gut andicken lassen und schon ist fertig. Ist natürlich, je nachdem wie viel Chili man drin hat, irgendwie relativ scharf, aber ist halt definitiv geil. Ist definitiv eine sehr feine Sache. Und hatte ich viel zu lange nicht. Kann man natürlich auch irgendwie genau nach demselben Schema nicht als Suppe, sondern halt als Soße verwenden.
Aber kann was. Kann was, kann was. Aber ich bin halt auch großer Fan von Erdnusssoßen. Aber an der Stelle nochmal eine andere Metaebene aufzumachen. Na, ich mach nochmal kurz zurück. Weil das, was hier gerade passiert, ist natürlich im besten Sinne des Wortes was? Contentstreckung natürlich. Hätte ihr aber auch selbst rausfinden können. Und da jetzt an der Stelle einmal kurz ein Hinweis auf den Merch-Shop. Aber da gibt es ja derzeit, also wenn ich da draufklicke, ist es dann gut mittig? Nein, ist nicht gut mittig. Ja, aber man kann es. Ah, so. Na, okay, es ist immer. Genau, gibt es derzeit irgendwie auf verschiedensten Produkten. Und ich finde es sehr, sehr lustig. Wie gesagt, heute kam mir dann noch die Idee, neben CNT, NT, STRC, KNG nochmal so ein ähnliches Motiv zu machen, aber mit Wortfindungsstörung in dieser Kurzschreibweise ohne Vokale. Ich meine, es erzählt natürlich die Geschichte fort von irgendwie dem Merch-Shop, wo niemand was kauft. Aber es ist okay. Mir macht es enorm viel Spaß, dass es das einfach gibt und dass, wenn jemand wollen würde, er sich diesen Nonsens tatsächlich besorgen könnte. Die Frage ist natürlich, welches ist das coolste Produkt, auf das man Content-Streckung irgendwie drauf haben könnte. Na, ich glaube, der Hoodie ist schon sehr weit vorne. Ah, der Hoodie ist es, glaube ich. Zumindest für mich. Ja, gut. Aber das bloß mal als irgendwie kurzes Zwischending. Ah. Kennt ihr das, wenn bei Walnüssen dann manchmal so irgendwie einzelne drin sind, die einfach zu bitter sind? Bin ich kein großer Fan von. Na gut, wer ist schon Fan von bitter? Gibt mit Sicherheit Leute, die Fan von bitter sind. Aber nicht von zu bitter. Also zumindest ich nicht Fan von zu bitter. Cheers, meine Lieben. Aber Punchbowl, weil du vorhin nachgefragt hast, was hältst du denn von der neuen Moon Knight-Folge? Habe ich das einfach überlesen oder hast du es gar nicht geschrieben? So, ich check zwischendurch nochmal in mit den Kuchen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir es gar nicht 50 Minuten drin lassen, sondern reichen ja auch 40. Das würde heißen, dass wir jetzt demnächst irgendwie mal reinkäsen. Und vielleicht auch Kokosflocken. Ich bin noch so hin und her gerissen. Vielleicht Kokosflocken, vielleicht keinen. Ich schau mal eben. Bin ja in der Zwischenzeit dann schon mal davor.
dabei vorzubereiten, dass wir ja nachher das Ding auch noch probieren müssen. Ich freue mich so drauf. Ich hätte natürlich noch einen Kochtimer irgendwie setzen können. Ich glaube, in fünf Minuten haue ich mal auf jeden Fall den Käse drauf. Und dann schauen wir, ob er irgendwie in 5 bis 10 Minuten dann irgendwie schon gut essbar ist. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Es wird spannend, das zu probieren. Hab ein bisschen Angst vor dem Chili-Knoblauch-Dings. Ingwer ist, glaube ich, harmloser, was das angeht. Zucchini-Chili. Wird auch sich irgendwie verspielen. Aber ich bin ja auch erstmal grundsätzlich sehr gespannt auf den Grundgeschmack der beiden Rezepte. Ah, das mache ich jetzt auch gleich, wenn ich gerade Zeit habe. Wenn ich gerade Zeit habe, dann kann ich das auch mal schnell irgendwie in den Discord noch mit reintun. Und die beiden Rezepte von heute. Dazu ist der Discord Rezepte-Channel-Dings ja da. Rezeptbörse heißt es. Rezeptbörse. Aber ihr müsst euch halt vorstellen, der Geruch gerade ist halt schon einfach sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann sind die auch drin. So, wie gesagt, ich brauche noch mal ein bisschen Input, meine Lieben. Was können wir in Wartezeit machen in Kochstreams? Was macht Sinn? Was für Ideen gibt es? Also sollten dann noch irgendwelche Programmparts quasi vorbereitet sein? Man könnte ja in der Zeit auch irgendwie irgendwas quizzen oder, wie gesagt, halt ein bisschen irgendwie vorbereitetes Gespräch oder so. Auf der anderen Seite, wo ich ja immer davon ausgehe, ist, dass, hey, es ist ein fucking Tag unter der Woche. Es ist ein fucking Tag unter der Woche. Man möchte schon irgendwie einen Stream schauen, aber wer möchte bitte so aktiv einen Stream schauen, dass man irgendwie die ganze Zeit... Ich habe leider keine GoPro. Von daher wird nichts. Also zudem muss ich zugeben, wäre es mir derzeit peinlich, eine GoPro auf Brumminger zu haben. Meine Wohnung sieht zu chaotisch aus. Also da ist selbst der, hier ist das Chaos ja schon ein bisschen mit Methode, weil da hinten halt irgendwie die ganzen Zutaten liegen. Aber auch einfach mit dem Staubsaugerroboter hin und her fahren. Ja, obwohl, es wäre schon ein geiler Stream. Also es wäre schon ein geiler Stream, es wäre schon eine coole Variante.
Beziehungsweise eigentlich, ich könnte versuchen, irgendwie eine Konstruktion zu finden, wie die Detailkamera die ganze Zeit in den Ofen filmt. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas finde, was sie da in einer guten Höhe hält. Vielleicht geht eh einfach ein. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Oder ist das noch zu tief? Ah, das ist so viel Gegenwicht. Ah, das ist wirklich zu viel Gegenwicht. Na, okay, gut. Die Idee war besser als die Ausführung. Ja, das habe ich auch überlegt, ob ich jetzt einfach nochmal irgendein Spiel an Dings, aber das würde heißen, dass ich jetzt on the fly quasi nochmal schnell das Layout umbauen müsste. Und das finde ich halt auch, also ich fände es cool, wenn es irgendwas wäre, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Oder so. Aber vielleicht bin ich da einfach zu konzeptionell in meinem Kopf, dass ich irgendwie gerne habe, dass es irgendwie alles rund ist und alles miteinander zu tun hat. So, es ist 46. Ich finde, es ist Zeit, dass wir uns an die Käsung machen. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch, dass ich hier noch ein bisschen weiter wegräume. Und wie gesagt, dann jetzt gleich einmal auf jeden Fall den Käse. Ey, ich bin so gehypt auf dieses Bananenbrot. Das riecht halt einfach so unendlich geil. Und schaut halt gut aus. So, Käse. Ich nehme mal die Handkamera mit. Ich weiß noch nicht genau, wie ich gleichzeitig quasi Käse schütte und... Hoppala, jetzt gerade seht ihr gar nichts auf der kleinen Cam. Aber ich glaube, jetzt sollte es gehen. Wo habe ich gesagt, mache ich den Käse drauf? Auf Karotte 1, glaube ich. Ich sollte nicht zu viel daneben fallen lassen. Das wäre gut. Keine Ahnung, ob das zu sehen war gerade. Aber gut. Ahnung wird überbewertet. Ach, Punchboy, du schaust zu viel Dexter. Was ich arg finde an der Schürze ist, wie arg die hochrutschen kann. Das finde ich, was schon ein bisschen arg ist. Eieiei.
Eieiei. So, okay. Das letzte halbe Gläschen. So, ich würde jetzt aber sagen, dass wir tatsächlich einfach das jetzt noch den Käse ordentlich zerlaufen lassen. Dann sind es zwar nicht exakt 50 Minuten, die es drin gewesen ist, aber wir schauen einfach mal. Okay. Ja, macht auch Sinn. Aber ich glaube, ich wäre kein guter Psychopath. Zu zerbrechlich dafür. Okay, genug Psycho-Gepose. Seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Wie gesagt, 55 hole ich es raus, in der Hoffnung, dass sie dann schon gut sind. Bis dahin sollte ich eventuell mal... So, halt mal. Zum einen holen wir einmal die Kamera hier ein bisschen näher ran und richten sie halt auf den Teller aus. Mhm. Nicht Psychohose, Psychopose. Genau. Das sind jetzt die Momente, wo ihr einmal screenshotten müsst. Und mit den Screenshots kann man dann halt super kleine Emojis bauen. Beziehungsweise, wenn ich das hier lang genug durchziehe, wird es vielleicht sogar ein Animated Emoji. Oder man baut halt irgendwie ein T-Shirt draus. Genug Psychohose. Na. Ich hoffe so sehr, dass es wirklich 55 schon irgendwie gut ist und ich es nicht nochmal zurückgehen lassen muss. Ich brauche dann gleich auch noch den Rat irgendwie, wie wir es inhaltlich machen. Sollen wir zuerst das Grundrezept probieren oder gehen wir direkt in die 5 crazy Varianten und probieren danach das Grundrezept. In jedem Fall esse ich zu viel. Ich hole schon mal so ein Untersetzer, also zwei Untersetzer Ding, dass wir es nicht direkt auf den Schreibtisch stellen. Ich hab so Bock auf dieses Bananenbrot. Bananenbrot. Ist ein bisschen schade, dass die Bagage,
die Bananenbrot noch nie probiert hat, jetzt gerade nicht da ist. Wirklich schade. Wo ist denn Lemmy heute eigentlich? Obwohl, ich habe den Donnerstag ist er immer beim Mobilbahnverein, oder? Mobilbahnverein. Ihr wisst schon, Modellbahnverein, so heißt das Ding. So, es ist 55. Es ist 55. Ich schalte rüber. Wir holen den ersten Kuchen raus. Ich weiß nicht genau, ob diese Musik da noch passt, aber ich werde jetzt nicht irgendwie nach 2 Stunden, 3 Stunden, fast 3 Stunden die Musik wechseln. Da dippt irgendwas. Nicht zu sagen, da ist WhatsApp-mäßig was dran. Vielen Dank, DJ. Vielen Dank. Die Sache bei den Screenshots ist halt schon ein bisschen, ich sehe halt aus wie irgendeine Comicfigur. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen der Vibe, den ich einfach mitbringe. Alles nur nicht die Pfoten verbrennen. So. Ich bin so aufgeregt. Ja, das ist leider nicht so richtig drin in der Soundtrack zu spielen. Huf. Huf, huf. So, meine Lieben, ich bin dafür. Seid ihr auch ein bisschen aufgeregt? Oder bin nur ich aufgeregt? Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie gut oder schlecht wir das mit der Kameraarbeit an der Stelle hinkriegen. Um da einfach jetzt noch mal ein bisschen eine Kamerafahrt über das Bananenbrot hinzulegen. Wir haben hier beim Bananenbrot den ersten Teil. Ey, es ist schon geil, wie krass das noch aufgegangen ist. Es ist eh klar, es ist Backpulver. Muss aufgehen. So, aber wir haben hier den ersten Teil. Was war da alles drin? Ich glaube Apfel, Zucchini und Chili, oder? Apfel habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube Apfel war auch noch drin. Apfel, Zucchini, Chili. Ist das fertig? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann kriegen wir es gleich mit. Genau, hier dann der Part mit den Weintrauben. Und da müssen wir noch mal ein bisschen näher rangehen. Diese dunklen Flecken waren mal die Colaflaschen. Und dann da drüben kommt der absolute Wahnsinn. Ey, ich finde, es sieht aber halt echt ästhetisch aus. Sieht echt ästhetisch aus, von daher, ich muss gleich tatsächlich auch einfach nochmal für Discord und oder Instagram irgendwie einfach 1-2 Fotos machen von den beiden Kuchen, bevor sie angeschnitten sind. Bevor wir davon was essen. Oder ich was davon esse. Aber es sieht halt schon geil aus, oder? So, hier dieser Bereich. Da mit diesen Brezelstücken, da die Buttercups. Die Peanut Butter Cups, da die Bueno-Stücken. Das hat schon was. So, und da drüben ist dann jetzt halt der Karottenkuchen mit den etwas schwierigeren Sachen. Und da hinten halt tatsächlich käsig überbacken. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich brauche von euch nochmal ein bisschen eine Rückmeldung. Also wahrscheinlich an der Stelle von DJ und oder Punchbolt, wie wir es machen wollen. Ich mache einmal schnell die Detailkamera an der Stelle aus, um, wie gesagt, 1-2 Fotos zu machen.
Sollen wir zuerst das Grundprodukt probieren oder gehen wir direkt in in den absoluten Wahnsinn? Erst das Grundprodukt, ich glaube auch. So, davon werden dann nachher irgendwie Sachen irgendwie geteilt. Okay. Dann zurück dahin. Gut, dann kann ich jetzt die Detailkamera wieder einstellen. Na passt, dann würde ich sagen, wir holen uns einmal das erste Stück Karottenkuchen. Wir fangen mit Karottenkuchen an. Das Grundprodukt. Das war ungeschickt. Aber ist zum Glück nichts passiert, oder? Nee, ist nichts passiert. Aber das wäre mit Sicherheit ein ziemlich arger Clip, wenn ich es jetzt geschafft hätte, irgendwie in so einer ungeschickten Bewegung mir die halbe Nase abzusäbeln und würde hier irgendwie alles vollbluten. Damit würden wir es in die Twitch-Clips Germany schaffen. Endlich! So. Noch recht moist innen, also von daher vielleicht hätte es tatsächlich noch eine Minute länger gekonnt, aber ich glaube, dass das gut passt. So, halt mal, kann ich das hier noch ein bisschen drehen, dass es besser zu sehen ist, oder liegt es an den Lichtverhältnissen? So. Muss reichen. So, das ist jetzt der Karottenkuchen. So, ich hole das Mikro mal wieder ran. Das ist jetzt der Karottenkuchen in mit ohne Zusätzen. So. Ist ein geiles Rezept. Ich habe, wie gesagt, das Rezept auch noch mal im Discord irgendwie mit reingetan. Hat eine gute Süße. Ist karottig genug. Die Zimt, also es ist keine sonderlich starke Zimtnote, aber es ist halt, es ist ein sehr, also hat schon fast so ein bisschen Anleihen Richtung Lebkuchen. Ist einfach, das ist gut, das ist geil. Hat auch eine gute crunchy Dings. Und wie gesagt, ist schon noch ein bisschen feucht innen drin, aber das tut dem Genuss keinen Abbruch. Also
Ich finde ja sowieso, also Karottenkuchen und halt auch Bananenbrot müssen ja schon so ein bisschen knautschig innen drin sein. Von daher, das macht er sehr, sehr gut. Ich sollte jetzt nicht von jedem Stück, also von jedem Teil, so ein ganzes Stück essen. Ansonsten rolle ich mich nachher ins Bett. Okay. Erstes Grundprodukt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Große Weiterempfehlung. Also wenn ihr zumindest grundsätzlich irgendwas, irgendwie Karottenkuchen abempfehlen, also abgewinnen könnt. Gutes Ding. Eigentlich. Ich werde jetzt auch nochmal für die Leute, die nicht im Discord sind. Das Grundrezept für den Karottenkuchen einfach nochmal schnell hier in den Chat reintun. Viel Spaß damit. Aber wahrscheinlich könnte man, vielleicht könnte man den Ölgehalt noch ein bisschen runter reduzieren. Aber so geschmacklich, diese Mischung aus halt Zitrone, Zimt, Karotten sowieso, obwohl die halt eher irgendwie so das Grundding sind. Und Mehl und Zucker und so, das funktioniert schon sehr, sehr gut zusammen. Und es ist halt super gut aufgegangen und sehr, sehr lecker. Wie gesagt, wahrscheinlich muss man insgesamt grundsätzlich halt schon mal erstmal sagen, ja, ich mag Karottenkuchen. Wenn man Karottenkuchen nicht mag, kann es durchaus auch ein Griff ins Klo sein. Aber sobald man das sagt und irgendwie auf knautschige Kuchen mit irgendwie so einer Zitronennote steht, seid ihr da komplett richtig. So, Bananenbrot? Ich finde Bananenbrot. Ich drehe dafür einmal schnell hier den Kuchen einmal komplett um, damit ich besser rankomme an den Teil ohne extra Ingredienzien. Ah, das ist ja überhaupt nicht heiß. So, schauen wir mal, ob wir es da schon rauskriegen. Aber eigentlich brauche ich ja gar nicht das ganze Stück, sondern es würde auch ein Teilstück reichen. Aber doch, es kommt das Ganze raus. Auch da sehr knautschig in der Mitte. Aber wie gesagt, das ist ja ein bisschen das, was Karottenkuchen und Bananenbrot einfach gemeinsam haben. Ah, mir fällt gerade auf, ich sollte auch irgendwie jetzt immer mal wieder irgendwie wahrscheinlich zwischen Deutsch und Englisch auch oder auch nicht. So knautschiges Innen, knautschiges, feuchtes Innen. Okay, ist auch nicht so heiß. Ich kann es auch einfach in die Hand nehmen. So, meine Lieben, an alle, die bisher noch nie Bananenbrot gegessen haben, probiert's aus. Es ist echt ein geiler Gaumenschmaus. Wahrscheinlich muss man sagen, wenn ihr grundsätzlich was mit Bananen und mit Kuchen anfangen könnt. Wenn das beides nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich nichts für euch. Aber ansonsten kenne ich wenige Leute, die sagen, hey, Bananenbrot ist mir eigentlich wurscht, sondern eigentlich ist es eher, yes, schon sehr, sehr geil. Oder, na, das ist ekelig. Die Walnüsse sind super, super gut in dem ganzen Mix. Ansonsten natürlich sehr bananig. Ich bin mal so frei und tue auch das schnell einmal in den Chat für die Leute, die nicht im Discord sind. Im Discord habe ich es, wie gesagt, schon einmal irgendwie noch geteilt. Auch super, super stabil. Im Moment würde ich sagen, aber vielleicht ist es bloß so der Mut des Moments, dass der Karottenkuchen einen kleinen Ticken sogar noch vorne ist in Sachen Geilheit.
Aber es kann natürlich irgendwie an der Overdose Fett liegen. Weil ich meine, da ist auch eine ganze Menge Fett drin. Also mit 80 Gramm Margarine ist da halt auch, ne? So. Aber in dem Karottenkuchen sind halt einmal 200 Milliliter Pflanzenöl drin. Und Fett ist Geschmacksträger. Von daher, vielleicht liegt es daran. Also es ist super, super geil. Aber der Karottenkuchen ist noch ein bisschen mehr Schmackofatz bisher im Grundprodukt. So, meine Lieben, jetzt brauche ich euch. Welchen Teil wollen wir zuerst probieren? KK1, Chili, Knoblauch, Zucchini und mit Käse überbacken. Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal die tendenziell ekligen vor, um dann die wahrscheinlich geilen irgendwie danach zu machen. Finde ich einen guten Ansatz. Danke dir, DJ. Machen wir so. Das heißt, wir müssen nochmal wieder drehen. Problem ist ein bisschen, dass wahrscheinlich, um da alle Ingredienzien irgendwie mitzunehmen, wir schon ein bisschen ein dickeres Stück abschneiden müssen. An der Stelle für alle Leute, die etwas später eingeschaltet haben. Ich habe heute Abend ein Bananenbrot und einen Karottenkuchen gebacken und danach irgendwie das lustige Spiel mit dem Glücksrad gespielt, wo verschiedene Zutaten zufällig ausgelost wurden, die dann der Chat verteilen durfte auf Teile des jeweiligen Kuchens. Also auf dem Bananenbrot sind 3 Teile, die nochmal erweitert wurden. Auf dem Karottenkuchen sind 2 Teile, die nochmal erweitert wurden. Und jetzt halt die Frage, in welcher Reihenfolge wir es probieren. Jeweils das Grundprodukt haben wir schon probiert. So, okay. KK1. Quasi Karottenkuchen 1 mit Chili, Knoblauch, Zucchini und Käse. Ich glaube, ich gehe einfach nicht über die komplette Breite, sondern nehme hier so ein Eckstück insgesamt. Was wichtig ist, ist halt auf jeden Fall, dass wir eine der Knoblauch-Chili, also Chili-Knoblauch-Dinger mit dabei haben. Chili-Knoblauch ist dabei. Was fehlt, ist einmal ein Zucchini-Stück. Nehmen wir uns raus, damit wir auch das Gesamtding haben. Käse haben wir mit drauf. So, hier unten ist wahrscheinlich nicht großartig anders als beim Grundprodukt. So, aber dann wird jetzt hier oben halt spannend. Ich glaube, ich nehme da einfach den großen Mund voll, dass ich direkt alles auf einmal habe. Und dann schauen wir mal, was insgesamt dabei rauskommt. Oh mein Gott, da geht zu viel ab im Mund.
An der Stelle, man muss sagen, Zucchini und Käse sind egal. Zucchini und Käse sind relativ wurscht. Aber der Chili-Knoblauch, also der in Chili-Öl eingelegte Knoblauch, ist halt an und für sich schon eine derartige Geschmacksexplosion, dass wenn der, wenn du ihn da drin hast und beißt rein, dass dann plötzlich anfängt quasi alles in deinem Mund ein bisschen Polka zu tanzen. Ist nicht eklig, ungewohnt, nichts, wo man sagen muss, hey, das muss jetzt irgendwie ständig sein. Aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so, dass man sich denkt, hey, muss ich jetzt ausspucken? So, es ist okay. Aber insgesamt, also die Geschmäcker sind nicht gut aufeinander abgestimmt. Aber wie gesagt, also Zucchini und Käse, egal. Vom Käse habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber der verschwindet ein bisschen im ganzen Mix. Ja, und wie gesagt, ich glaube, der Chili-Knoblauch ist einfach zu viel in sich. Und dazu kommt noch, wahrscheinlich hätte es dem Chili-Knoblauch gut getan, wenn man ihn davor vielleicht nochmal irgendwie angeröstet hätte oder so, sodass er insgesamt ein bisschen noch weicher gekocht worden wäre. Also der hat insgesamt nicht genug Hitze irgendwie, er war noch sehr knackig, sagen wir so, sehr, sehr knackig. Der untere Teil ist Karottenkuchen, so wie er leibt und lebt. Gut. Damit haben wir KK1. Check. Was nehmen wir uns jetzt als zweites vor? Sollen wir wirklich irgendwie die... Das stimmt, DJ. Ja, aber das Grundprodukt, wie gesagt, bin großer Fan vom Grundprodukt. Große Weiterempfehlung. Banane 1. Banane 1 zu Zucchini Chili. So ein Schluck Wein zum Neutralisieren. So. Inzwischen ist es, glaube ich, auch insgesamt so abgekühlt, dass man es auch mit den Händen einfach. Das, was da irgendwie auf dem. Ich könnte es jetzt einfach nochmal dazu fügen. Aber ich habe es halt vorhin vergessen, dazu zu schreiben. Da ist auch noch Apfel mit drin. Ich bin gespannt, wie das jetzt an der Stelle mit der Schärfe der Chili funktioniert. Ob die sich quasi auch übers Backen gehalten hat. Ich glaube, sie hat sich gehalten. Okay. Ich muss noch mal kurz irgendwie halt das hohe Lied. Wie gesagt, ist eine Sache, die man mögen muss. Aber wer so, wie gesagt, so matschige, aber matschig in dem positiven Sinn, wer so matschige Kuchen mag, für den ist das hier gerade absolut der Himmel. So, die sind oben gut ausgebacken, aber unten halt noch matschig, saftig. Super. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen den Vorteil, was man bestimmt hätte besser machen können, dass die Zusatzingredienzien großteils sich halt in der oberen Hälfte abspielen und unten halt einfach nur immer das Grundprodukt ist, weil ich einfach nicht ganz, ganz tief alles reindrücken wollte. So, halt einmal da. Das sieht aus wie ein Chili. Dann beiße ich da mal in die Richtung rein. Das war eine Walnuss. Es ist so, was irgendwie logisch ist. Chili überhaupt nichts an tatsächlichem Eigengeschmack. Es ist, als würde man einfach ein Bananenbrot essen.
Und danach zieht aber die Schärfe so ein bisschen durch. Könnte man wahrscheinlich irgendwie insgesamt noch geschmeidiger einbauen. Aber so ist es halt alles vollkommen okay. Aber es ist halt auch nichts, was man braucht. Ey, an der Stelle, ich würde es so feiern, wenn es irgendwie eine technische Möglichkeit gäbe, dass ich euch jetzt quasi irgendwie Stücke mindestens vom Grundprodukt, wenn nicht gar irgendwie von mehr zum Kosten geben könnte. Und an den Stellen, wo Apfel ist, das könnte man wahrscheinlich tatsächlich weiter ausbauen. Dass man sagt, hey, okay, ich mache jetzt hier ein Bananenbrot. Und weil ich heute crazy drauf bin, packe ich da halt einfach so Apfelschnitze rein. Und back die mit durch. Sollte hervorragend funktionieren. Sollte geil sein. Ja, und da unten ist halt pures Bananenbrot. Die Walnüsse, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass die Walnüsse so einen großen Unterschied machen, aber sie sind super. So, was nehmen wir als nächstes? Wir haben noch drei. Aber was wahrscheinlich das Spannendste ist, ist tatsächlich jetzt irgendwie der Karottenkuchen 2 mit Ingwer. Ob das irgendwie was kann. Aber wir können auch gerne Banana 2. Cola-Flaschen und Weintrauben ist wahrscheinlich einfach nur krass süß. Aber ansonsten voll okay. Auf geht's. Klingt nach einem sinnvollen Plan. Also es ist irgendwo logisch, aber gerade wird halt irgendwie anhand des Messers so sehr deutlich, dass rund um die Weintrauben, die halt sehr, sehr wässrig sind, offensichtlich, er noch ein bisschen länger Zeit gebraucht hätte wahrscheinlich, um das wirklich durchzubacken. Aber wie gesagt, dadurch, also das passt hier alles. Ui, okay, das ist tatsächlich noch, ja, also roh ist ja an der Stelle keine wirkliche Kategorie, weil was muss denn darin irgendwie komplett durchbacken? Das Backpulver geht so, aber es ist schon noch sehr, ja, ich bin ein Freund von Moist. Aber es ist halt, das ist halt schon fast noch irgendwie teilig. Geschmacklich trotzdem sehr nett. Ja. Doch, dem kann ich was abgewinnen. Ist halt süß und süß und süß. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, die Randstücke total fein. Aber ich glaube, ich werde die beiden Formen dann einfach nachher nochmal in den Ofen stellen, sodass sie mit der Restwärme, die mit Sicherheit noch da ist, halt noch irgendwie so ein bisschen irgendwie weiter chillen können. Und dann halt im Laufe der nächsten Tage das irgendwie zusammen ist. Hier Weintrauben und Colaflaschen, wie gesagt, sehr süß. Aber schon geil. Also man muss natürlich grundsätzlich irgendwie den Geschmack der Colaflaschen irgendwie gern mögen und so. Also von den Colaflaschen ist ja nicht viel übrig.
Aber die bringen halt so viel Geschmack mit rein. Aber wenn man den Geschmack von Colaflaschen mag, der trifft sich tatsächlich ganz gut mit dem Bananengeschmack. Also es ist halt eine gut zusammenpassende Süße. Und die Weintrauben stören dabei nicht. Die geben noch ein bisschen was, eine fruchtige Note dazu. Übermäßig süß. Aber sehe ich als Ding für einen Kindergeburtstag, wo irgendwie gerade was sehr Süßes gebraucht wird. Aua. Ey, ich beiß mir ständig auf diese Lippe. So eine Kacke. Cheers. Okay, zwei haben wir noch. Jetzt einmal das letzte bisschen, was noch irgendwie als Angstgegner durchgehen könnte, obwohl ich nicht glaube, dass es so schlimm wird. Karottenkuchen mit Ingwer und Ei. Entschuldigung. Aber ich bin ja der Einzige, der hier gerade davon isst, von daher kann ich auch das Messer ablecken. Man muss halt vorsichtig lecken, damit man nicht zu sehr an der Schneide entlang leckt. Aber ansonsten. So. Und da. Messer wieder. Also nicht ganz so viel vom Bananenbrot. Wie gesagt, dieser mittlere Teil ist halt tatsächlich. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist das Übermaß an schlicht und ergreifend zu viel Feuchtigkeit aus den Weintrauben und auch die zerflossenen Colaflaschen. So. Das ist Ei. Okay, nein. Okay, es liegt nicht so sehr am. Es liegt am mittleren Part. Okay, der mittlere Part braucht offensichtlich länger. Passt. Also es ist auch jetzt in dem Fall noch sehr knautschig. Könnte noch ein paar Minuten länger. Aber wie gesagt, das mindert ja irgendwie den Geschmack nicht an der Stelle. Da ist auch Ingwer, passt. Und danach kommt dann halt der absolute Überknall. So, okay. Wir sind bei Karottenkuchen 2, Ingwer und gekochtes Ei. Ich weiß nicht genau, ob da jetzt Ingwer mit dabei ist auf dem Stück. Doch, ich. Wie gedacht, das Ei geschmacklich absolut unter ferner liefen. Der Ingwer ist komisch gummiartig geworden, aber passt tatsächlich geschmacklich schon ganz gut. Also ich glaube tatsächlich, also auch das ist mal wieder so ein Ding, wenn man da den Elan hat, kann man da glaube ich was draus machen. Dass man sagt, hey, ich mache einen Karottenkuchen, dessen spezieller Kick das ist, dass da einfach Ingwer drin ist, würde funktionieren, behaupte ich. Muss man halt irgendwie die richtige Dosierung finden und das irgendwie gut machen. Aber dann passt das. Und das Ei, wie gesagt, geschmacklich total egal. Und konsistenzmäßig, je nachdem, ob es oben ist und dementsprechend ein bisschen irgendwie stärker angebacken oder nicht, spürt man es oder spürt man es nicht. Okay, das heißt,
Wir kommen jetzt zu dem, worauf ihr alle gewartet habt. An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an, zumindest laut dem Dashboard hier, aber das hängt immer ein bisschen hinterher, sind jetzt gerade oder waren vorher mal irgendwie 11 Zuschauer am Start. Ihr seid ja vollkommen verrückt, aber voll schön, dass ihr da seid. No, wir kommen jetzt zu dem Teil, auf das wir alle gewartet haben. Banane C, Peanut, Brezel und Kinder Bueno. Und mit Peanut ist gemeint Peanut Butter Cups. Absolute Überbombe. Wahrscheinlich 1 Million Kilokalorien pro Blick darauf. So, aber wir holen uns da jetzt ein Stück raus. Und ich glaube halt tatsächlich, dass das ziemlich geil werden kann. Also aufgrund der unterschiedlichen Süße-Geschichten sowieso, weil Peanut Butter Cup geil, die Creme in Kinder Buenos geil und wenn dann halt das Salzige von den Brezeln noch irgendwie was Gutes damit macht, dann kann man nur gewinnen. Genau das meine ich, Benedikt. Grüß dich übrigens. Wie geht's dir? Was tut sie? Ich habe auf Banana C gewartet. Banana C, Bananenbrot mit Peanut Butter Cups, Brezeln und Kinder Bueno. Wirklich auch alles dabei ist. Ja, das ist ein viel zu großes Stück, glaube ich. So. Okay. So sieht es jetzt natürlich nach nichts aus. Wir müssen mal ein bisschen drehen. Dann sehen wir hier, ist glaube ich in der Kamera mittelmäßig gut zu sehen, das ist ein Stück Kinder Bueno, das ist ein Stück Peanut Butter Cup. Brezel ist da unten. Haben wir alles. Ui, lief gut, Benedikt. Hast du ein gutes Gefühl? Herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du. Aber bist du dann jetzt fertig? Oder, obwohl, wenn du geschrieben hast, musst du wahrscheinlich noch irgendwas an mündlichen Prüfungen irgendwann später machen. Oder wie viele Prüfungen liegen noch vor dir? So, aber dann schauen wir mal, was das hier kann. Ich möchte eigentlich alle drei Sachen auf einmal. Es wird ein großer Mund voll. So. Gesicht ist in der Kamera. Damit ihr jede kleine Regung mitkriegt. Also, Peanut Butter Cup hat den Geschmacksfight definitiv gewonnen. Peanut Butter Cup dominiert hier. Geiler Scheiß. Das macht aber ein bisschen jetzt den Kinder Bueno geschmacklich egal. Und die Brezel ist halt ein nettes Beiwerk. Wäre aber wahrscheinlich geiler, wenn es wesentlich mehr wäre. Wahrscheinlich das nächste Mal viel, viel mehr Brezeln und weniger Peanut Butter Cup. Und Kinder Bueno, fürchte fast, kann man sich sparen an der Stelle. Weil der Peanut Butter Cup halt alles sehr, sehr stark mit Erdnussbuttergeschmack überhäuft. Aber Erdnussbuttergeschmack ist halt King. Alter Verwalter. So, ich würde sagen, dann kommen wir. Wir haben ja eh ein halbes Stündchen überzogen, von daher kommen wir ein bisschen zum Fazit.
Auch wieder ein Tag ohne Komplettausfall. Was am nächsten rangekommen ist, ist halt tatsächlich Karottenkuchen Nummer 1 mit Chili-Knoblauch und Zucchini-Käse. Obwohl Zucchini-Käse an der Stelle wurscht ist, Chili-Knoblauch und Karottenkuchen ist halt eine weirde Kombo. Aber halt trotzdem nicht unessbar. Das ist nicht Nusslikör im Kartoffelauflauf. Ist schon okay. Ansonsten definitiv ganz geil. Also wie gesagt, größte Überraschung würde ich sagen Karottenkuchen 2, dass der Ingwer-Geschmack da so gut reinpasst. Wie gesagt, da kann man glaube ich was Gutes draus machen. Banana C. Kinder Bueno hätte es nicht gebraucht. Aber war ich so aufgeregt auf Kinder Bueno. Aber dadurch, dass der Peanut Butter Cup drin war, hat er halt gewonnen. Colaflaschen, Weintrauben, kann man nichts mit falsch machen. Banane 1, ein bisschen irgendwas. Das stimmt, DJ. Immer diese unbezahlten Überstunden, wo man auch hinschaut. Aber es hat wieder total viel Spaß gemacht. Und ich habe definitiv für die nächsten, mindestens fürs nächste Wochenende, mehr als genug zu essen. Ich werde nachher in den Discord auch nochmal die Fotos, die ich vorhin gerade gemacht habe, von den beiden Kuchen mit reintun. Die Grundrezepte sind auch irgendwie im Discord zu finden. Also von daher vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Discord. Und ansonsten mache ich jetzt gleich für heute Schluss. Es ist ja eh schon 10:30 und morgen geht mein Wecker wieder um 5.45 Uhr. Ich habe die letzte Nacht so wenig geschlafen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ziemlich geil. Kann das Karottenkuchenrezept nur wärmstens empfehlen. Und gut, mit Bananenbrot macht man nie was falsch. Das ist schon alles geiler Scheiß. Muss bloß schauen, was ich dann jetzt die nächsten Tage mit den Kalorien mache. Apropos die nächsten Tage. Was die nächsten Tage so auf diesem Kanal passiert ist, so wie es aussieht, werde ich morgen Abend tatsächlich streamen. Es hing ja noch ein bisschen in Wolken. Aber so wie es aussieht, habe ich Zeit und werde dann eventuell einfach mal um 18 Uhr noch was reinhauen. Was es genau wird, ist eine Mischung aus, hey, ich habe schon ein, zwei Ideen, aber ich werde es trotzdem relativ spontan entscheiden, je nachdem, wie groggy ich nach der Arbeit bin. Dementsprechend, es könnte auch zur Abwechslung mal 18.30 Uhr werden. Aber genau, morgen ist bestimmt ein Stream am Start. Samstag streamfrei. Und Sonntag, dadurch, dass 1. Mai ist und es durchaus sein kann, dass ich zu meiner normalen Streamzeit schlicht und ergreifend relativ betrunken bin und mir das unangenehm wäre, Gothic zu spielen und betrunken zu sein. Wahrscheinlich auch nicht. Wenn doch, kriegt es eh mit. Und dann geht's am Montag wieder normal los. So. Vielen Dank an alle Leute, die da waren. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hatte auf jeden Fall eine. Sollte irgendwie auf jeden Fall, muss mir mal wieder Gedanken machen, was das nächste Mal im Kochstream irgendwie am Start ist. Aber die sind immer recht ruhig, aber auch total nett. Und sie zwingen mich halt mal wieder dazu, irgendwie zu kochen und halt Sachen auszuprobieren. Und das finde ich super. Gute Nacht, meine Lieben. Träumt was Schönes. An der Stelle nochmal Benedikt, voll schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Das freut mich tierisch. Wer noch Lust hat, irgendwie ein paar Minuten irgendwie mit im Discord abzuhängen, voll gerne. Ich hau mich zumindest nochmal kurz rein, auch wenn ich heute da nichts essen werde. Und bestimmt halt auch nicht mehr als eine Viertelstunde irgendwie da sein werde. Aber wer noch Lust hat, noch ein bisschen zu quatschen, passt gut. Raid, guter Hinweis. Danke dir, DJ. Der Nebukadnezar ist gerade am Start, von daher würde ich sagen, wir raiden einfach zu ihm rüber. Oh, oder Litonator, passt auch gut. Litonator, was spielt... Oder meinst... Ach, du meinst eh Nebukadnezar, oder? Du Schlumpf. Ich habe Litonator ansonsten nicht gefunden. Also tut mir leid damit.